Hungover, I'm filled with regret. Hungover, nor alive or dead. Sehr geehrte Corona-Patientinnen und Patienten, packt das Desinfektionsmittel weg und macht euch bereit für den Comic-Podcast Lesewut. Live aus der Isolationszelle von Harley, die um Mr. J weint. Heute stellen wir uns der Frage, ob Detektiv Conan jemals ein Ende nimmt. Gastgegeben von dem Mann, der schneller als Sonic rennen kann, Martin. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Lesewut, dem Comic-Podcast des Daddelclubs. Ich grüße euch, liebe Internet-Äpfchen da draußen an den Empfangsgeräten zur 44. Ausgabe, zu Band 44. Heute ist der 2.3.2020 und ich habe zwei wunderbare Herren dabei, die normalerweise auch bekannt sind unter den Namen Esmeralda und Quasimodo, nämlich Tim und Tino. Hallo! Yo! Das Schöne ist, ihr könnt euch aussuchen, wer Esmeralda ist und wer Quasimodo ist. Also. Nee, du hast das schon in der Reihenfolge gesagt, mein Lieber, jetzt steh dazu, wie du es auch gemeint hast. Und jetzt sage ich dir eins, dein Spotify-Algorithmus ist sowas von angebracht. Das ist krass, ja? Oder? Geh ab nach Thüringen zu deinem besten Freund Köcke. Und dann wird hier sowas nicht normal passieren. Ey, ganz schlimm. Das ist ja nicht das erste Mal. Also ich erinnere mich an den anderen Song gar nicht mehr, der da drin war bei mir in dieser Weekly-Playlist. Aber diesmal war es wieder richtig schön. Es war zum Beispiel, ich kann ja mal kurz sagen, preußischer Präsentiermarsch, Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Und davor kam Alte Kameraden, das Luftwaffenmusikchor. Berühmte deutsche Märsche. Sowas bietet mir Spotify an. Und dabei höre ich diesen Quatsch nicht mal. Also es gibt nicht mal irgendwie einen Anhaltspunkt, warum mir das ständig vorgeschlagen wird. Genauso wie Schlager. Es sind mir ständig irgendwie Roland Kaiser und so angeboten. Natürlich dazwischen auch immer coole Songs, aber eben auch Roland Kaiser. Das verstehe ich nicht. Spotify, was ist mit eurem Algorithmus los? Aber und warum sind wir nicht der high-rankedeste Podcast überhaupt? Weil das haben wir verdient, Freunde. Ja, das sowieso, ja. Vielleicht deswegen. Ja. Vielleicht werden wir einen Podcast machen. Nee, das sage ich jetzt nicht. Das wäre jetzt zu gemein. Wolltest du jetzt schon wieder Tino dissen? Na, nein, das mache ich jetzt nicht. Meine Lieben, wie geht's euch? Nach der grandiosen Einführung kann es ja einem nur noch besser gehen ab nachher, also nach dem Podcast hier. Wie soll ich sagen? Ja, ich freue mich, euch wieder zu hören. Tim ist ja jetzt nun lange ausgefallen. Mit körperlicher Nähe, in meiner Nähe. Deswegen bin ich ihm heute ein bisschen näher als sonst und da freue ich mich sehr drüber. Ja, ich habe ja letztes Mal beim Podcast was Nettes zu mir gesagt. Ja, ist doch schön. Übrigens bei der Einführung des letzten Podcasts habe ich schon darüber gesprochen, so ja, wir sind ja alte Männer, wir sprechen gerne über Krankheiten und es ist wieder der Fall, dass ihr beide lädiert seid. Tino hat's Knie zerhauen mal wieder und Tim hat eine Erkältung. Ist echt und krass. Geschwollene Organe. Und geschwollene Organe, ja. Ja, so ist das. Die Tino schon anfassen durfte. Ja, definitiv. Da hat er meine Hand genommen und sagt, fühl mal. Wie eine Frau, die schwanger ist. Sowas, ein bisschen so. Das hat übrigens mich an unseren Ferienlageraufenthalt damals erinnert. Na egal. Nach der Blockflöte tasten sollte. Egal. Tim, beunruhigt dich es nicht, dass du jetzt irgendwie ein Erkältungssymptom hast? Nee, ich war ja die ganze Zeit zu Hause, fast nur. Ach so, also du kannst dich also nicht. Falls du es auf den Corona-Virus beziehst, ne? Ja, genau. Die einzige kranke Person, mit der ich, glaube ich, zu tun und hatte, die ich mitbekommen habe, war halt eine Krankenschwester, die mir Blut abgenommen hat. Und mir danach hat sie jetzt über 38 Grad Fieber. Ja, stimmt. Die hatte auch sonst keinen Kontakt zu kranken Menschen. Und ist dann nach Hause gegangen. Ja. Okay, also das war aber letzte Woche. Da gab es ja noch keinen Corona-Fall in Berlin. Ja. Wo man ja sagen muss, ja eher die anderen Sachen, die Tim und ich haben, ist ja eher unserem exzessiven Partyleben geschuldet, möchte ich meinen. Und dem Leben am Limit jeden Tag. Ist vorbei, Tim. Ja, ist vorbei. Genau, aber vielleicht fängt es ja auch bald wieder an. Also erstmal eine Pause und dann fängt es wieder an. Ja, weil wie so der Phönix aus der Asche. Da gibt es doch immer diese Grenze, wo man sagt, bis dahin muss man es überstanden haben und dann, so 40 waren es oder so. Es gibt doch irgendwie so ein Alter. Man sagt doch immer, die 40 muss man geschafft haben und dann läuft's. Okay. Mal sehen, was schaffen. Ja, mal gucken.
Also ich habe es ja fast geschafft. Ein oder andere noch ein Stückchen, ja. Ein kleines. Ja. Bei mir dauert es nicht mehr lange. Ich werde, glaube ich, 39 jetzt im März. Glaubst du? Bist du sicher? Ohne ich weiß es manchmal nicht so richtig, ob das jetzt 38, ob 37, keine Ahnung. Also ich war übrigens letztes Jahr zu meinem Geburtstag. Ich wusste nicht mehr, wie alt ich werde. Ja, das, weil es irgendwann auch egal ist, so, ob das da jetzt hinter der 3, was hinter der 3 nun steht, ist eigentlich dann völlig egal. Na, solange du weißt, wann du 40 wirst, ich glaube, das weiß man dann wieder, oder? Ja, das weiß man dann auf jeden Fall. Und dann, glaube ich, weiß man auch wieder, wenn man 41 und 42 ist und dann wird es erst wieder zum Ende hin, wird es dann wieder schwieriger. Ja. Bin ich jetzt 42 oder 49? Ich bin 42. Naja, so ist das, wa? Ja, ansonsten, wir haben heute wieder eine wunderbare, pickepackevolle Podcast-Folge. Heute geht es um Filme, um, ich wollte gerade sagen Serien, aber stimmt gar nicht, um Filme. Wir haben Comics dabei, wir haben sogar Mangas dabei. Es gibt wieder einen wunderbaren Gastbeitrag von der lieben Stella, unsere Intro-Stimme. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch, wenn ihr Anregungen, Kritik oder einfach nur Bedürfnis habt zu kommunizieren, könnt ihr das gerne tun über die verschiedensten Wege. Hört einfach diesen wunderbaren kleinen Einspieler und dann wisst ihr, wohin ihr euch wenden dürft. Techchen, ihr kleinen Racker, die drei bierbäuchigen LKW-Fahrer dieses Podcasts sind auch über die sozialen Medien erreichbar. Funksprüche an die Männer auf Axel könnt ihr mit dem Hashtag Lesewut unter www.facebook.de/lesewut oder unter www.twitter.com/lesewutpodcast einreichen. Allzeit gute Fahrt, eure Google-Muschi. Ja, also schreibt uns gerne über die angegebenen Links, da freuen wir uns sehr. Haut immer in den Hashtag Lesewut rein, dann kriegen wir es auf jeden Fall schneller mit. Ansonsten gibt es auch noch wunderbare Links, zum Beispiel auch zu unserer Spotify-Playlist und sogar zu unserer Matitti-Playlist, was natürlich die Playlist ist, eure favorisierte Playlist, wenn ihr Comics lest, die wunderbarsten Soundtracks fürs Comic-Lesen. Und wenn ihr richtig gut drauf seid, dann gebt ihr uns bei iTunes noch eine schöne Bewertung, da freuen wir uns auch drüber. Ja, und ansonsten gibt es vielleicht auch ein paar Neuigkeiten, nicht nur bei uns hier bei Lesewut, sondern auch im Dattelclub. Tino, was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, auf jeden Fall. Warte, ich hol's aus der Tasche. Oh, der hängt aber. Oh, der ist aber groß. Fest, die Neuigkeit ist aber groß. nee, eckig. Eckig und hängt irgendwie in der Hosentasche fest. Warte mal, oh. Ja, jetzt kribbelt's aber an Stellen, wo es nicht kribbeln sollte. Okay, Dattelclub News. Wow. Hallo, mein Name ist Tino. Mhm. Ich bin ein Mensch. Ja. Und möchte hiermit verkünden, dass der Dattelclub fest bei der Hybrid nun Bestandteil sein wird. Die Hybrid-Party ist eine Party. In Berlin, im Musik und Frieden. Jeden zweiten Samstag im Monat habt ihr die Möglichkeit, auf eine Party zu gehen, die sich das Konzept gesetzt hat, Home Party im Club. Und so läuft das Ganze auch ab, nur dass die Leute alle schon nach 2 Stunden besoffen sind und viele junge Menschen auch da sind, die aber Bock haben, mit uns zu zocken, die Bock haben, Einhornkondome und Tampons zu gewinnen. Ich erinnere an den Moment, als ich das 200-Euro-Headset hochhielt und sagte, ey, wer hat Bock, dieses 200-Euro-Headset zu gewinnen? Keine Sau reagierte. Also ich sagte, wer hat Bock auf Gummis und Tampons? Die haben gegrölt und gekämpft. Ja, es waren Menschenmassen, die sich nach vorne arbeiteten, um diese wunderschöne Einhorn-Tampon-Packung mir aus den Händen zu reißen. Aber dafür mussten sie was tun. Und zwar auf unsere Casting-Couch. Dort nicht die Gummis benutzen, sondern, was haben wir gezockt? Mortal Kombat. Also auch eine blutige Angelegenheit. Da kann man auch den ein oder anderen Tampon gebrauchen. Ich schweife aber gerade schon wieder total ab. aber die Hybrid-Party ist auf jeden Fall, jetzt wird eine feste Dattelclub-Party für das Jahr 2020. Da sind alle Sachen geregelt, was so die Verträge und den ganzen Quatsch, den man als neue Party so zu tun und etablieren hat in Berlin, haben sie jetzt geregelt und sind jetzt dort regelmäßig vertreten. Und wir sind mit an Bord. Zudem gibt's noch eine ganz neue News. Ich habe nämlich letzten Monat im Februar, denn wir haben ja schon März. Fuck. Ja, wir haben schon März. Habe ich mit jemandem zusammengesessen, der eine sehr bekannte Partyreihe hier in Berlin mit aufgebaut und jetzt auch sein eigen nennt.
Und zwar die Epic Fail Party. Und dort werdet ihr uns auch ab März antreffen. Da freue ich mich sehr drauf. Zum Konzept und so weiter kann ich noch nicht so viel sagen. Ideen sind schon da, aber wir treffen uns diese Woche Donnerstag. Lieber Martin, auch ein Reminder hier an dich und auch an alle anderen Daddy Club Mitglieder, die am Donnerstag sich eingeschrieben haben mit ja, ich bin da. Wir haben Teamsitzung am Donnerstag. Und da werden wir über neue Konzepte und Ideen sprechen bezüglich der Epic Fail Party, wie wir das da ausgestalten. Und ich kann euch sagen, technisch wird das nochmal ein ganz anderes Schiffchen, weil die haben riesige LCD-Monitore, also Leinwände, die sie sonst fürs Public Viewing nutzen. Das wird sehr, sehr interessant, was wir da Schönes basteln. Also seid ihr schon mal gespannt. Und ab März geht's schon los, also diesen Monat. Denn es ist März. Verrückt, ja, oder? Denn es ist März, genau. Ja, Tim, möchtest du noch irgendwas sagen? Du bist ja bei den Partys meistens als Gast dabei nur, ne? Was heißt nur? Ja, ich war letztes Mal auch bei der einen Party. Es war wunderbar. Bei der Hybrid warst du? Tino war wunderschön. Ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet. Ich saß eigentlich nur an der Seite und habe geguckt, was macht Tino? Was macht Tino? Oh, wieder der bezaubert, wieder moderiert. Toller Typ, dachte ich mir, toller Typ. Es war ein Traum. Ein Traum. Ja, meine Lieben. Geht dahin, wenn ihr Tino sehen wollt. Das ist echt ein wundervolles Erlebnis, das euch euer Leben verändern wird. Das ist positiv verändern, will ich damit sagen. Ist jetzt kein Diss. So, dann würde ich sagen, wir gehen eine kurze Pause. Ihr hört noch mal eine Musik. Und dann geht's los mit zwei Filmen, über die wir mit euch sprechen wollen. Also ihr dürft mit zuhören, werden wir darüber sprechen. Also bis gleich. Ja, wir sind zurück aus der Pause und der liebe Tino hat mich gerade darauf hingewiesen, dass wir voll vergessen haben, die Songs in unsere Playlist zu packen. Denn wir haben natürlich immer Songs für euch dabei und die möchten wir jetzt einfach nachliefern. Wir reichen die einfach nach. Lieber Tino, was hast du für du hast zwei Songs sogar mitgebracht für die erste Pause, ne? Ist mir egal, in welcher Pause ich sie sage. Ich sage sie einfach beide. Verrückt, ja, dann los, dann sag sie mal. Ja, richtig crazy shit. Warte, ich scroll hier runter. Achtung, ich berühre gerade das Mausrad. Das hört ihr da draußen nicht. Und scrolle hier. Also ich habe immer so kleine Anekdoten, ne? Man könnte ja mal sagen, Tinos Anekdoten des Lebens, daraus entspringen ja, wer gähnt da gerade? Ich habe das gehört. Ja, kaum rede ich hier, gähnt jemand. Ich habe nur schwer geatmet. Tim, ist okay, Tim. Es ist dir verziehen, weil heute lieben wir uns, ja. Apropos Liebe, ich war vor mehreren Wochen, ist schon ein Stückchen her, vor zwei Wochen, da hatte die gute Rike nämlich Geburtstag gehabt und am Donnerstag dachte ich so, ey, Alter, ich überrasche sie im Sage Club. Hätte ich gewusst, dass Rike nicht wie abgesprochen um 0 Uhr, sondern erst um 2.30 Uhr, also um 3 knapp da war, hätte ich mir es vielleicht erspart. So viel zu Überraschungsgast. Auf jeden Fall habe ich da gewartet und als ich Rike dann noch gesehen habe, ihr gratuliert hatte und so weiter, wollte ich gerade den Club verlassen und da spielte die gute Kate Caputo, ihr kennt sie noch, Nick. Ja, spielte auf dem Main Floor Florence plus The Machine, Alter. Dog Days Are Over. Ein unglaublich schöner, motivierender, emotionaler Song, der mir gleich ganz viele Schmetterflies und sowas in den Bauch geprügelt hat. Und ich bin glückselig nach Hause gefahren. Das war der erste Song. Also wirklich toll. Mhm. Und dann, wir wollen ja nicht zu sehr verweichlichen, stehe ich gerade aktuell irgendwie, warum auch immer, bin ich schon wieder voll auf der Rammstein- und Lindemann-Schiene. Ab und zu rutsche ich da einfach hinab, gibt auch geile Songs und tatsächlich das neue Lindemann-Album, irgendwie höre ich das gerade hoch und runter. Da gibt's einen Song, der heißt Platz 1, den wollte ich erst auswählen. Nach Tims epischem Vorwort hätte es auch total gepasst, meinem narzisstischen, naturgegebenen Persönlichkeits- ihr wisst schon, Facette, damit Ausdruck zu verleihen. Aber nein, der erste Song auf dem Album, auf der Platte heißt Steh auf. Der ist sehr cool, hört mal rein. Cool, 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 cool. Tim, was hast du für einen Song? Also, ich war bin ja jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube schon 2 Wochen zu Hause. Krankgeschrieben. Und ja, in der Zeit habe ich mir auch ein paar Spotify-Playlists gemacht.
Und weil ich ja schon oft immer so Soul-Funk, gerade wenn ich alleine bin und so gute Laune brauchte, also mich zum Aufmuntern so, dass man hier nicht verkümmert, wenn man alleine zu Hause rumsitzt. Und sich auch nicht am Anfang, also vor 2 Wochen konnte ich mich noch nicht so gut bewegen, habe ich mir eine Soul-Funk-Playlist erstellt. Und da habe ich einen Song, von dem hatte ich bestimmt 1,5 Wochen lang einen Ohrwurm gehabt. Und deswegen habe ich den jetzt hier in der Liste. Und zwar ist das von den Four Tops, Loco in Acapulco. Go loco, down in Acapulco. Ich weiß immer nicht, wie es weitergeht. Deswegen habe ich, ja, ich auch nicht. Wieder einen Ohrwurm. Ich weiß, wie der Text ist. Ich weiß auch gar nicht, wo. Das ist der Text. Finde ich lustig, ja. Ja, ist cool. Die Liste kannst du mir mal teilen, Tim. Da okay, schicke ich den. Nehme ich mit. Ich habe übrigens auch einen Song, so einen kleinen Downer, muss ich ehrlich sagen, nachdem du jetzt so einen lustigen Song genommen hast. Und zwar habe ich einen Song rausgesucht, der so ein bisschen zu der aktuellen politischen Lage passt mal wieder. Merkt man eigentlich sofort, wenn man den Song 2-3 Mal gehört hat, worum es da eigentlich geht. Und zwar von der Band Finder, Macht euch kaputt. Genau. Das sind unsere Songs. Normalerweise würden wir jetzt in eine Pause gehen, die haben wir jetzt schon gemacht. Und deswegen geht es direkt weiter zu unserem ersten Film, denn wir waren wieder im Kino und haben einen Film geschaut, allerdings unabhängig voneinander. Also Tino war, glaube ich, sogar zuerst drin und Tim und ich waren dann auch drin und haben den Film dann auch gesehen in Screen X, also mit der 270-Grad-Leinwand. Ja, und wir waren in Birds of Prey. Yeah. Tino, willst du vielleicht mal anfangen? Ja, klar. Ja, tatsächlich. An diesem Abend, das war ein besagter Donnerstag, war ich mit Freunden zusammen was essen und nach diesem Essen sagte einer meiner Freunde, hey, yo, wollen wir nicht noch ins Kino? Ich sagte, oh, was für eine coole Idee, danke, cool. Was wollen wir gucken? Oh, hier, Harley Quinn, ja, die finde ich auch ganz heiß. Ja, cool, wie so Gespräche halt laufen. Nein, Quatsch, also Ich muss dazu sagen, Birds of Prey hatte ich auf dem Schirm, aber hatte wie bei jedem mittlerweile Comicfilm, ja, habe ich dann eher so, ja, okay, ich guck den irgendwann mal. Er muss jetzt nicht sofort am Erscheinungstag sein. Aber tatsächlich habe ich den dann relativ zeitig gesehen. Und soweit oder so viel möchte ich dazu sagen, mir hat er gut gefallen. Ich kann mich jetzt an bestimmte Dinge im Film auch erinnern, aber er ist jetzt kein Film, der mir noch in 5 Jahren in Erinnerung bleibt und ich sage, oh ja, damals hier 2020 Birds of Prey, krasser Scheiß, das wird nicht passieren. Aber ich hatte Spaß, ich war gut unterhalten, ich wurde permanent an Deadpool erinnert. Ja, und die restliche Tiefe dieses Beitrags überlasse ich meinen investigativen Kollegen Tim und Martin. Ja, Tim, wir waren ja zusammen dort. Sag mal was dazu. Wie hat's dir gefallen? Also ich war mit Martin da im Kino. Das stimmt. Ja, also ich hatte ja gar nicht so viel Erwartung, weil die Trailer wirkten jetzt gar nicht so cool, muss ich sagen. Die haben mich jetzt gar nicht so gehypt. Aber eigentlich war der Film ziemlich unterhaltsam und wurde nicht enttäuscht so. Also war deutlich besser als der Trailer und der Ruf, den er gerade im Internet hat so. War ziemlich unterhaltsam, schön, dass der ab 18 war und das hat man auch gemerkt. Ich fand, das hat dem Film auch ganz gut getan, auch weil es so Momente gab, wo nur Marty gelacht haben und so so gefühlt 35 bis 40 Jahre war die alt. Die haben uns ganz komisch angeguckt, vor allem Marty, dachte so, oh Gott, was ist das für ein Typ wahrscheinlich. Ja, es ist halt so, bei brachialer Gewalt muss ich immer lachen. Das ist ein Reflex, es tut mir leid. Ich muss dann immer lachen. Weil ich denke so, wie krass, dass man solche Gewalt einfach zeigt, so, weißt du, da muss ich halt automatisch lachen. Das tut mir leid, das ist halt einfach so. Und ich meine, man hat. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ja, na, wenn Menschen explodieren, das ist halt lustig. Ich meine, ehrlich mal, wer versteht denn die Komik daran nicht? Und man konnte es ja schon erwarten, dass es kein richtiger Birds of Prey-Film war. Anhand der Trailer wirkte das mehr wie ein Harley Quinn-Film und das war es ja dann im Ende auch. Und wenn man damit umgehen konnte, dann war der Film auch unterhaltsam, dann hat er auch Spaß gemacht auf seine Art und Weise. Ich fand es natürlich schade, dass es, also gut, wenn man das Ende sieht, dann ist es ja quasi auch so eine Art Einleitung für die Birds of Prey, aber vom Titel her hat man was anderes erwartet. Und ich mag die Birds of Prey als Team schon ganz gerne. Auch wenn ein wichtiges Teammitglied ja gefehlt hat, Barbara Gordon, aka Batgirl, ja, aka Oracle. Aber weiß nicht, vielleicht kommt, angeblich ist ja irgendwie immer noch ein Batgirl-Film in der Planung. Ich finde, bei DC sieht man da nicht so ganz durch, was da kommt. Also ich weiß, man weiß, es kommt ein nächster Wonder Woman-Film, es kommt ein nächster Shazam und Black Adam und wie heißt der hier? Aquaman.
Ja, stimmt. Ach ja, und Flash. Mehr weiß man, man sieht da nicht ganz durch, kein offiziellen, kein richtig, also es gibt schon einen Slot. Aber Suicide Squad, nicht, oder? Ja, stimmt, der kommt, der wurde jetzt, wurden jetzt die Dreharbeiten beendet, ja. Abgeschlossen. Das ist aber jetzt der James Gunn-Film dann, ne? Genau, ja, genau. Hm. Auch, aber auch mit Harley Quinn. Naja. Da sieht man quasi, wie es weitergeht nach dem Birds of Prey. Ja, und das war nicht ein bisschen schade. Auf der anderen Seite fand ich aber die im Großen und Ganzen die Charaktere ganz, ja, sie waren jetzt natürlich nicht Comic-akkurat, aber sie haben mir trotzdem gefallen, außer Cassie, die natürlich ganz anders war als in den Comics. In den Comics ist sie eine Killermaschine, ausgebildet von einer Assassinen. Lady, wie hieß sie denn? Irgendwas mit Z, glaube ich, oder ist... Ist auch egal. Ist auf jeden Fall eine krasse Killerin und hier ist sie krasse Taschendiebin, so. Das ist irgendwie was ganz anderes. Und die ist ja eigentlich in den Comics, wird sie ja die zweite Batgirl. Da haben sie da auch irgendwas geplant, aber das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg von einer einfachen Taschendiebin zur Batgirl. Wobei Barbara Gordon wahrscheinlich auch keine krasse Kämpferin war, bevor sie angefangen hat, quasi Batgirl zu werden. Weiß ich nicht. Aber mal sehen, was da noch kommt. Ich würde mir auf jeden Fall, ich fand auch Black Canary gut umgesetzt, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn er sehr eigentlich blond ist. Warum nur, Tim? Warum hat dir Black Canary bloß so gut gefallen? Da würde ich auf jeden Fall gerne noch mehr von sehen. ja, fand auch insgesamt gab es kaum langweilige Szenen, außer diese eine Szene, kurz bevor sie dann in ihre Wohnung gekommen sind, gab es so ein kleines Tief da, als sie da verhört wurde. Da hat so ein bisschen die Spannung aufgebaut, aber sonst war da eigentlich durchweg unterhaltsam. Und es gab ein Highlight, die kleinen Babys, das Baby von der Harley Quinn, der Brucey. Da hab ich mich sehr gefreut, als ich den gesehen habe. Martin hat sich auch sehr gefreut und mich angestarrt. Das war im Kino so ein geiler Moment, weil ich habe diese Hyäne gesehen, die anfangen an zu lachen. Und ich habe jetzt zu Tim rübergeguckt und Tim hat schon quasi gelacht, weil er ganz genau wusste so, ey, das ist absolut mein Tier. Und Tim hat sich einfach vorgestellt, wie eine Hyäne hat die ganze Zeit lachte. Und ich lache auch mit. Und ihr lacht beide. Ein bisschen ähnlich haben wir, lachen wir auch, ne? Ein bisschen ähnlich schon. Ja, ihr habt schon ähnliche Lachen, ja, schon auf jeden Fall. Doch, auch ja, Brucey. Ja, das ist schon echt cool. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja, also grundsätzlich muss ich mal sagen, ich gucke ja bewusst keine Trailer. Und klar, wenn sie im Kino kommen, dann schaue ich sie mir natürlich auch an, aber ich lese keine Artikel vorher. Ich schaue mir keine Bewertung an, wenn es irgendwie geht. Und ich schaue auch keine Trailer vorher, wenn es irgendwie geht. Meistens klappt das nicht, weil ich im Kino ja, ich bin und meistens jede Woche für zwei Filme im Kino. Und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass man nicht mal irgendeinen Trailer sieht von einem Blockbuster. Naja, zumindest hatte ich jetzt nicht so große Erwartungen und ich muss ehrlich sagen, dass mir das grundsätzlich, wenn man in so einen Film geht und keine Erwartung hat, dass das auf jeden Fall immer viel, viel besser ist. Also ich habe das gemerkt, dass ich nicht mehr so kritisch bin wie früher, wenn ich ohne Erwartungen in einen Film gehe. Gibt zwar natürlich immer noch Filme, die das einfach automatisch wecken, weil es vielleicht irgendeine Vorgeschichte gab oder so, aber es gab bei Birds of Prey hatte ich jetzt keine Erwartungen. Und muss sagen, wurde da auch jetzt nicht enttäuscht. Ich wurde zwar auch nicht krass überrascht, weil ich schon so ein bisschen ein Gefühl hatte, dass das so wird, wie es wird. Also sehr, sehr, sehr krasses Pacing. Also das ist wirklich, man kriegt ununterbrochen auf die Fresse. Es gibt einen schönen Gewaltanteil. Wie gesagt, es gibt auch explodierende Menschen und brechende Knochen. Und es ist halt einfach ein super, also rein visuell jetzt ein super buntes Feuerwerk. So, ne? Und dazu muss man auch sagen, dass diese 270 Grad Technik halt das halt wirklich so super geil unterstützt hat. ScreenX. Ja, ScreenX. Ich war ja vorher in Jumanji, da war das echt nicht gut, aber es gibt halt bestimmte Filme, wo das wirklich sehr, sehr gut passt und ich muss sagen, bei Birds of Prey haben die das halt sehr, sehr cool und sehr, sehr Comic-related, sage ich mal, eingebaut und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es hat den Film wirklich besser gemacht, muss ich sagen. Ja. Oder nochmal unterstützt, so, ne? Und ich kann mir das in Filmen, die halt so ein bisschen überdreht sind, zum Beispiel kann mir das auch zum Beispiel ganz gut in den Spider-Man animierten Film ganz gut vorstellen oder grundsätzlich vielleicht einen animierten Film, dass man sowas mit einbaut oder einen Trickfilm, da finde ich das wirklich richtig, richtig gut. Also da, wo man so ein bisschen crazy, ja, keine Ahnung, irgendwas einblenden kann oder so, da funktioniert das ganz gut. Aber bei Jumanji, da war das halt einfach nur, die haben einfach nur den Bildschirm halt breit gemacht, ne? Und dann halt einfach mehr gezeigt und das nicht wirklich damit gespielt. Und da war es echt langweilig und da war ich erst ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt nach Birds of Prey, muss ich sagen, hat mir das wirklich gut gefallen. Ich mag einfach die Harley Quinn total gerne, auch wenn es halt eine rein optisch jetzt eine naja, jetzt eigentlich nicht mehr. Also am Anfang war es halt nochmal eine neue Interpretation, aber inzwischen sieht die, glaube ich, auch in den Comics aus wie im Film. Ja. Und von daher ist es jetzt nicht mehr so groß anders, aber ich mag halt die Interpretation einfach und ich mag auch Margot Robbie,
ganz gerne als Schauspielerin, die finde ich das halt super, super gut macht. Was die Charaktere angeht, auch von den Birds of Prey, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich die alle gar nicht so kannte. Also aus Comics. Von daher war ich da auch halt ohne Erwartung. Ne? Es gab viel auf die Fresse im Internet, immer diese typische Quatsch, ja, es ist ja ganz anders als im Comic und wo man sich denkt, ey Leute, wenn ihr wirklich Comic lest, dann wisst ihr ja, dass immer wieder bei Reboots Charaktere neu interpretiert werden, warum darf das nicht in Filmen so, warum kann ich nicht in einem Film gehen, ohne jetzt zu schauen, wie es im Comic ist und ob das 1:1 übersetzt ist. Das gibt's ja selbst in den Comics immer wieder auch, dass Kombinationen, ob es nun die Birds of Prey sind, gut, bei denen weiß ich es jetzt 100%ig, aber zum Beispiel bei der Justice League, es gibt ja auch immer unterschiedliche Kombinationen und Mitglieder, die da drin sind und wieder rausfallen. Also von daher bin ich da komplett frei, also da mache ich mich auch komplett frei von, dass da irgendwie was so sein muss wie im Comic. Und inzwischen habe ich ja schon erzählt, dass ich ganz gerne Black Label inzwischen lese, also DC Black Label, und da ist ja ganz oft alles anders so, ne? Und ich finde das eigentlich sehr reizvoll, mal was anderes zu sehen und nicht den gleichen Quatsch zu sehen, den ich bereits in den Comics gelesen habe. Also von daher, ja, fand ich da ganz gut. Dann gab es auch einige wieder, die rumgeheult haben, ja, ist wieder so ein Feministenfilm, und haben sich dann die weißen alten Männer in ihrer Männlichkeit gekränkt gefühlt. Das ist echt super peinlich. Also, das deswegen einen Film schlecht zu bewerten, das ist echt lächerlich, muss ich sagen. Und er hat auch bei IMDb zum Beispiel, das verstehe ich sowieso nicht, wenn man so ein Einer-Rating geben kann. Also welche, kein Film hat ein Einer-Rating verdient. So, oder das ist 4.com. Ja, okay, es gibt vielleicht Filme, aber ich finde immer, jeder Film hat irgendwas, was gut ist. Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, dass man wenigstens 3 Punkte geben kann. Aber einer, ich meine, welcher Film hat ich glaube, Kartoffelsalat hat 1 Punkt irgendwie verdient, so, ne? Aber nicht so ein Film, der halt, wenn er inhaltlich nicht schön mehr da war, wenigstens visuell cool. Also irgendwas hat man ja immer, was gut war. Deswegen verstehe ich das nicht, wenn er so schlecht, also so schlecht, wie er bewertet wurde, was Tim schon sagte, ist er nicht. Von daher, mir hat er gut gefallen und ich hatte meinen Spaß. So. Das war ja auch bei Captain Marvel so. Ich glaube, das ist so ein Fan-Ding, wenn irgendwie starke Frauen auf der Leinwand sind, manche kommen damit klar und manche halt eben nicht. Ja, aber das ist dann nicht das, aber das ist dann so, ich denke mir immer so, klar, die Personen an sich, die merken das halt nicht, aber ich denke mir so, dass, hey, das ist, nur weil du den Film nicht verstehst, so, ne, dann ist er nicht schlecht. Das ist, oder weil wer jemand sich angegriffen fühlt in seinem Geschlecht, weil er sein Geschlecht so ernst nimmt, so, weil ihm das so wichtig ist und keine Ahnung, also ich find's einfach lächerlich und das sagt eigentlich viel mehr über die Leute aus, die sich darüber aufregen, als über den Film. Und von daher, gut, wenn einem der Film nicht gefallen hat, auch Black Mask wurde ganz oft kritisiert, dass der nicht gut dargestellt war, eben nicht wie in den Comics. Und ja. Aber ich fand, der sah am Ende schon Comic-akkurat aus. Der hatte als er seine Maske dann auf hatte. Ja, genau, am Ende hat er eine Maske aufgehabt. Ich weiß nicht, ob Black Mask die ganze Zeit seine Maske auf hat in Comics. Keine Ahnung. Ich ja, weiß so, es nicht. Als könnte er die gar nicht mehr groß abnehmen, weil ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr in Comics gesehen. Ich habe das gar nicht mehr so drin. Ja, das weiß ich fand ich die Schluss. Ich fand die Schlussszene, die fand ich, also diese, gibt ja diese Schlussszene, wo dann, also das Finale sozusagen, auf diesem Rummelplatz, und das fand ich ganz cool, weil es hat mich so ein bisschen an The Killing Joke erinnert. Ich glaube, da ist auch das Finale am Ende so auf so einem Rummel, ne? Falls ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ja. Killing Joke spielt größtenteils auf dem Rummel, glaube ich. Genau, oder so, ja, genau. Und das hat mich daran erinnert, fand ich ziemlich cool. Hat mich so ein bisschen auch an den, an Tim Burton erinnert, so ein bisschen, weil es auch so dunkel war, aber trotzdem halt so vermeintlich bunt und so, ne? Ich glaube, das war ja auch Absicht, weil es eine ehemalige Basis vom Joker war. Ja, das ist klar. Das, aber ich fand es halt einfach cool, weil es mich halt daran erinnert hat, an die Filme. Ja. Also an die Tim Burton Batman-Filme und irgendwie an die an The Killing Joke. Ja, fand ich cool, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt. Achso, lustig war der auch. Achso, was noch eine Kritik war übrigens das Brechen der vierten Wand. Was ich total albern fand, weil die sagen, das ist ja wie in Deadpool, wo ich dachte so, ja, mein Gott, also Deadpool hat jetzt nicht das Brechen der vierten Wand erfunden. Ja, das gab's. Ist in Comics auch so, ne? In den Harley Quinn Comics redet sie auch mit den Lesern. Ach, siehst du, das wusste ich nicht. Aber es ist, das macht halt Deadpool in den Comics auch. Also sie, nicht direkt, sie sagt nicht liebe Leser, glaube ich, aber so erzählend halt, ne? Naja, also das finde ich jetzt nicht schlimm, weil das gab's schon öfter in Filmen, und nur weil das jetzt in einem anderen Comicfilm auch vorgekommen ist, ist es jetzt nicht geklaut, sondern es ist halt einfach ein Stilmittel so. Und Leute, wenn
Wenn ihr das nicht checkt, dann House of Cards etc. Ja, ja, stimmt. Ja, also es ist nichts Neues so. Das ist nur weil etwas in einem Film gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass man das in einem anderen nicht verwenden darf. Das ist halt einfach so. Und seht's doch als Hommage. Das ist doch, kann man ja auch sagen. Das hat so gut in Deadpool funktioniert, dass man sagt so, die ein, zwei Momente, wo mal die vierte, es war ja nicht so oft, es ist ja nicht ständig so gewesen. Das waren ja ein, zwei Momente nur. Lass das doch, ist doch alles gut. So. Fand ich schön. Ansonsten gab es auch noch einen anderen sehr, sehr bunten und wie ich finde auch sehr, sehr schönen Film. Und ich weiß, dass dieser Film eine Herzensangelegenheit von Tim ist. Jetzt soll ich das dazu sagen? Ja? Ja, los. Wen haben wir noch gesehen? Sonic der Film, Sonic the Movie. Den ich übrigens noch in Englisch sehen wollte, bis heute nicht in Englisch gesehen. Habe ich zusammen mit Tino geguckt. Ja, und das bin ich. Der hatte ja viele, viele Probleme vor der Produktion. Also schon, der wurde, glaube ich, schon 5, 6 Jahren angekündigt. Hat sich ewig hingezogen, verschiedene Produzenten etc. gehabt. Gab es einige Wechsel. Dann gab es einen großen Fanaufschrei nach dem ersten Trailer, der aus meiner Sicht gerechtfertigt war. Ich weiß nicht, ob einer von euch den ersten Trailer gesehen hat. Wo es ein sehr, sehr merkwürdiges Design von Sonic gab, der eher aussah wie eine menschliche blaue Ratte irgendwie, fand ich. Und fand ich schon gerechtfertigt, dass da das einen großen Aufschrei gab, weil natürlich muss nicht alles wie in Spielen und der Vorlage aussehen 1:1, aber ist es ja jetzt auch nicht. Aber es sollte schon irgendwie ähnlich aussehen und nicht wie, vor allem er hat auch so menschliche Gesichtszüge und darf ich da kurz zu was sagen? Ja. Ich würde mich gern dazu positionieren, möchte da aber keine Diskussion ausüben auslösen, nicht ausüben. Also ich bin der Meinung, dass es einfach ein ganz lächerlicher und furchtbarer Versuch war, die Leute da draußen zu verarschen, einen Hype weiter anzuhypen. Ich glaube auch. Unter dem Motto, oh, das große, böse Filmstudio, die ja sonst immer so böse sind, auf niemanden achten, nehmen ja mal voll auf uns Rücksicht, wie cool. Finde ich sehr, sehr, also ich fand das alles sehr, sehr schwierig, diesen Marketingzug. Aber wie du schon sagst, der erste Trailer, also selbst ich, der mit Sonic jetzt nicht so krass verbunden ist, wie du zum Beispiel, lieber Tim, muss ja, ich fand das lächerlich. Also ich, aber tatsächlich dachte ich halt, die verarschen uns. Und tatsächlich die meiste Masse der Menschen glauben ja anscheinend daran, dass es, aber da jetzt fühle ich mich quasi wie so ein Nerd-Flat-Earthler. Ja, ich glaube aber wirklich, dass es, also ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es eine bewusste Marketingaktion war, dem Film einfach ins Gespräch zu bringen. Wäre mir auch egal gewesen, denn ich hätte den Film sowieso geguckt, weil als Kind war meine Konsole der Sega Mega Drive. Ich habe alles. Der Film heißt ja nicht Sega Mega Drive the Movie. Ich habe alle Sonic-Spiele gespielt etc. Und auch danach jetzt nochmal die ganzen anderen, die ganzen 3D-Sonics etc. gespielt und mir auch nochmal das neueste Sonic-Game geholt, weil es gerade zusätzlich zum Release des Films für die ganzen Spiele bei Steam im Angebot. Und habe auch Sonic Mania, den letzten 2D-Plattformer nochmal gespielt und so. Ich war jetzt zufällig zu Hause in letzter Zeit. Ja, und hat echt Spaß wieder. Also habe ich direkt danach nochmal geholt. Und wegen den ganzen Kindheitserinnerungen allein musste ich diesen Film schon unbedingt sehen. Das Design hat mir gefallen. Das Erste, was mir im Trailer aufgefallen ist, im Englischen hat es mir gut gefallen. Im Deutschen gab es dann so einen bestimmten Synchronsprecher, der überhaupt nicht zugesagt hat. Bitte nenn ihn nicht Synchronsprecher, okay? Was mir auch gestört hat im deutschen Trailer ist, dass die Texte anders waren als im englischen Trailer. Wenn ihr die mal anguckt, beide, sind die Witze ganz anders, also sind ganz anders ausgeschrieben, so dass teilweise die Pointen gar nicht stimmen. Ich weiß nicht, kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Film, weil ich den noch nicht auf Englisch geguckt habe, weil der lief im UCI immer nur 14 Uhr und das eine Mal, immer wenn ich gehen wollte, hatte ich plötzlich irgendeinen Arzttermin jetzt. Ja, aber wir haben ihn geguckt, zusammen Tino und meiner Schwester. War halt mehr so Kinderfamilienfilm. Der gewisse Anleihen hatte, auf die ich aufbaue und hoffe auf den nächsten Teil. Die man am Anfang gesehen hat, denn Sonic, man sieht am Anfang Sonic, wie er als Baby Sonic da ist und dass er was ganz Besonderes ist und die Eule kannte ich gar nicht, die gibt's glaube ich in der Spielwelt nicht oder ich habe jetzt nee, auch ich kannte die auch nicht. 2 3D-Spiele habe ich auch nicht gespielt, weil die einfach so scheiße sind. Vielleicht kam die davor. Aber was man noch gesehen hat, sind auf jeden Fall die Ameisenbären und wer die Spiele kennt,
kennt nämlich Knuckles, den Ameisenbär, der seit Sonic 3 dabei ist und erst sich von einem Bösewicht zu einem bisschen Anti-Helden, der die Master Emeralds, den Master Emerald beschützt. Und das könnte ein Plotline für den zweiten Teil so sein. Weil ja man am Ende des Films gibt's ja zwei After-Credit-Scenes. Ich weiß nicht, ob Martin die gesehen hat. Ich bin, glaube ich, sitzen geblieben, ja. Und die deuten ja schon auf den zweiten Teil hin. Und, Ja, doch. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Was man zum Film sagen kann, er hat seine Momente. Ich fand die Animationen haben mir gut gefallen. Waren jetzt nicht perfekt, waren jetzt nicht super herausragend, aber die haben durchweg ihre Arbeit gemacht und waren alle auf einem guten Niveau, was Sonic angeht, fand ich. Jim Carrey war Jim Carrey wie früher quasi. Hat eine gute Arbeit gemacht. Hat eigentlich im großen Teil so den Film fast schon getragen teilweise. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand mich auch sehr gefreut, dass er am Ende dann aussah wie der richtige Dr. Robotnik aus den Spielen. Die Vorgeschichte von Robotnik und Sonic war natürlich eine andere, als man sie aus den Spielen kann, was ich jetzt nicht schlimm fand. Vielleicht wurde da schon was aufgebaut, wie ich schon gesagt habe. Zwischendurch war es halt sehr ein Familienfilm und da hatte der auch so seine Längen, vor allem weil es da manchmal eher Humor war, wo ich so gemerkt habe, neben mir saßen so zwei kleine Jungs, die dann die ganze Zeit gelacht haben und ich dachte so, okay, schade, jetzt wäre ich auch gerne wieder jünger und meinem Mega Drive und würde diesen Film gerne auf der großen Leinwand sehen, weil dann hätte ich mich nochmal ein bisschen mehr gefreut, dann hätte ich auch die ganze Zeit wahrscheinlich nur gelacht, aber so gab es auch so Momente, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nichts mehr so mein Humor. Ja, war halt anders und fand ich jetzt nicht schlimm. Ich würde mir auch nochmal angucken, weil ich einfach großer Fan bin, aber wenn man so diese Spielwelt sehen will, ist es natürlich was ganz, ganz, ganz anderes. Und ich hoffe natürlich, dass es in meine Hoffnung ist jetzt, dass es im zweiten Teil nach dem kann ich das eigentlich sagen? Ich möchte das nämlich sagen, was in der After-Credit-Scene zu sehen war. Du möchtest es sagen, oder? Ja. Ja, dann, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet kurz mal für 10 Sekunden aus oder spult weiter. Wenn man Tim spricht für die nächsten 10 Minuten, bitte. Weil er dann Tails, also sein Miles Prower, ja. aka ja, Tails, ja. Kommt, um Zeug zu suchen. Ich vermute ja, dass er ihn zurück in seine Welt holt, nach Möbius, wo es dann mehr wieder in die Spielwelt geht. Und das ist so meine Hoffnung. Das würde mir auch persönlich ganz gut gefallen. Eine Sache noch, du musst jetzt, ich weiß, wir haben irgendwann schon mal vor einigen Jahren mal drüber gesprochen, du musst mir jetzt nochmal sagen, wie du Knuckles eigentlich als Kind ausgesprochen hast. Knuddels. Okay. Ich spreche meiner Schwester auch immer noch so aus. Immer noch, ist auch in Ordnung. Finde ich, ist absolut legitim, darf man auch. Ich konnte das halt nicht aussprechen als Kind, ne? Mit, wie alt war ich da? 7, 8, 9? Mhm. Weiß ich nicht. Sonic 3 ist, glaube ich, 93 oder 94 rausgekommen. Mhm. Wie alt war ich da? 8, 9? 8, 9, so. Ja, wahrscheinlich. Na, meine Verbindung zu Sonic ist ja, dass mein Cousin hatte einen Sega Mega Drive und da habe ich dann halt gezockt, ne? Da erkenne ich ihn halt. Ich habe das früher mit meinem Vater gespielt, meine Schwester und meine Mutter hat immer zuguckt. Nein, nein, du darfst jetzt, musst vorsichtig sein, die ganze Zeit unter uns so, Mama, ich kann das doch. Ja, naja, und nochmal zum Film, um da auch mal zurückzukommen. ich fand den Film tatsächlich wirklich gut. Also ich fand den lustig, stimmt, das war auch teilweise ein bisschen ein Familienfilm. Ich fand Jim Carrey total grandios in der Rolle, muss ich sagen. Mich hat es am Anfang so ein bisschen gestört, dass er eben nicht so aussieht, wie man ihn kennt. Da habe ich mich gewundert, so, warum lässt man ihn nicht einfach so aussehen, wie er aussieht? Also warum muss man ihn da verändern? Hat sich ja dann ein Wohlgefallen aufgelöst oder es gab ja dann, finde ich, eine ziemlich coole Begründung oder beziehungsweise dann auch eine mehr oder weniger eine Entwicklung. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ansonsten, was heißt zu dem Film noch sagen? Ich fand den, wie gesagt, visuell fand ich den ganz gut. Gerade wenn Sonic so diese Blitze geschossen hat, das sah echt richtig gut aus, fand ich. Das hat mir echt gut gefallen. Und dann gab es ja noch den dritten Hauptdarsteller, der eigentlich auch wirklich ganz gut war. Donald König, oder wie er hieß? Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Donald König, der Polizist, ja. Ja, aber kann man wirklich, wirklich machen, der war lustig. Ich fand, der hat auch einiges an Fanservice beinhaltet, was man auf jeden Fall feiern kann, wenn man die Spiele gespielt hat. Also ich hatte da echt meinen Spaß mit dem Film. Ich freue mich da auch echt auf den zweiten. Apropos Fanservice. Bevor du einhakst, kann ich bitte noch was sagen zum Film? Ja, komm. Aha, aha, aha.
Los, Tino. Wow, ey, unglaublich. Ja, Tim weiß nämlich, was kommt. Dementsprechend wird er schon gegensteuern. Nee, ich weiß nicht, ich wollte was anderes sagen. Oh, tatsächlich. Vielleicht ganz kurz meine Sicht auf die Dinge. Ja, toller Kinderfilm. Ich hatte, ich zähle kurz auf, was mir gefallen hat an dem Film. Also tatsächlich Jim Carrey, ich habe mich gefreut, ihn nach so vielen Jahren wieder auf der Leinwand zu sehen und auch in seinem Element. Habe ich ihm sofort abgekauft, habe richtig viel Spaß gehabt. Dann hatte ich zwei kurze Powernaps während des Films, die haben mir auch sehr gut gefallen. Und dann hört es leider schon auf. Ich hatte tatsächlich relativ wenig Spaß. Liegt aber tatsächlich weniger am Film, mehr daran, dass es anscheinend nun auch mittlerweile eine Entwicklung gibt, die muss es nun geben, da müssen wir gar nicht diskutieren, das ist Teil dieser kapitalistischen Gesellschaft und dieser ganzen Influencer-Bewegung, den ganzen Mist, der da mitkommt. Ihr weißt, was ich ansprechen möchte und die Synchronsprecher, und ich sagte ja schon, bitte nenn ihn nicht Synchronsprecher, lieber Tim, die Synchronsprecher-Szene ist tatsächlich ein heiß umkämpftes Pflaster. Ich habe mich nämlich vor ein paar Wochen angefangen, damit mal tatsächlich auseinanderzusetzen und auch auf YouTube zwei Kanäle zu verfolgen, die sich damit richtig auseinandersetzen, die Leute auch zu interviewen und so weiter und so fort. Und es wurde bei so einem, ich weiß nicht, wie viel Millionen Dollar hat er gekostet? Bestimmt 120.000, vielleicht mehr? Nee. Hat 30 so. Oder so, 30. 30 Millionen nur? Können wir nicht vorstellen. Erzähl mal weiter. Auf jeden Fall bei so einer großen Produktion, wo man weiß, der erreicht auch viele Menschen, gerade Familienkino, ne, größere Brandbreite, dass man so echten Talenten, also Menschen, die das können und die auch wirklich Bock auf den Scheiß haben, also Bock hatte Julian Bam bestimmt auf den Mist, aber ich finde, das ist ein absoluter Marketing-Gag und unglaublich lächerlich. Ich habe noch nie jemanden so emotionslos und sorry, ich habe zu Simon, sag ich schon, zu Sonic. Zu Simon the Sorcerer euch eine größere Verbundenheit als zu Sonic wahrscheinlich. aber ich fühle mich ja jetzt nicht angegriffen, weil ich denke, oh, er spricht Sonic nicht so, sondern er macht einfach keinen guten Job. Und hallo, oh ja, ich bin nicht zur Schule gegangen. Ich lebe jetzt nun in Green Hills. Also dieser Typ kann diesen Job einfach nicht und ich finde das unerhört und unglaublich, weil damit ist eine ganze Menge Magie für mich persönlich an dem Film verloren gegangen, nämlich immer, wenn Sonic gesprochen hat. Und neben den zweimal Flossdance finde ich es nicht schlimm, dass es ein Film ist, der tatsächlich auf Familien und Kinder zugeschnitten ist. Aber qualitativ neben dem ganzen anderen Rest, den man hatte, ist das eine absolute Nullnummer. Und das hat mich tatsächlich sehr aufgeregt und auch richtig genervt. Also es hat mich wirklich also am Ende war ich richtig genervt von Julian Bam und seiner unglaublich nasalen und eintönigen Stimme. Und Sonic hat was Besseres verdient. Und lieber Tim, ich gehe gern mit dir zusammen in den Original Sound, also in die Original Vorstellung nochmal zusammen. Und vielleicht gefällt er mir ja dann besser. Aber wie gesagt, neben Jim Carrey und dass es ein paar Lacher gab und so, hat er mir tatsächlich nicht gefallen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an die South Park-Folge erinnern könnt, wo George Lucas und Steven Spielberg Indiana Jones vergewaltigen vor den Jungs. Genauso habe ich mich gefühlt. Das hast du auch laut durch den Saal geschrien. Und eigentlich hat Julian Bam auch noch seine kleinen Fäustchen in Indiana Jones mit reingesteckt. Schade. Ich hab noch mal gegoogelt, dass der Film hat ein 95 Millionen Budget Dollar. Ja. Was ich noch sagen wollte vorhin, was ich ein bisschen schade fand, war beim Soundtrack, der finde ich, hätte man mehr so Melodien einspielen können, so zwischendurch von den einzelnen Levels aus Sonic. Ja, das stimmt, nur ja. Einmal, so habe ich das, glaube ich, oder zweimal. Hätte man ein bisschen öfter einstreuen können, finde ich. Das wäre so vom Fanservice ganz cool. Also nicht natürlich als puren Sound, aber so als kurze Melodie so zwischendurch. Aber mir ist es tatsächlich in der Synchro überhaupt nicht aufgefallen. Also ich wusste, dass es Julian Bam ist, aber mir ist es nicht negativ aufgestoßen. Also ich habe da auch nicht das Gefühl gehabt, dass der irgendwie hölzern ist. Aber das ist halt. Ich kannte Julian Bam bis dahin nicht, aber er ist mir auch in den Trailer, habe ich mich schon drauf aufgeregt, dass der ist so ein komischer Sound. Aber gut, ich vergleiche auch mal mit der Originalstimme. Und der Ben Schwartz, oder wie der heißt, der im Englischen ihn spricht, der ist einfach mal Welten da drüber. Das ist, krass, Also, ich weiß nicht, könnt ihr euch ja mal bei Interesse den Trailer im Englischen angucken und wer Bock drauf hat. Das ist vielleicht so ein Ding, wenn man nach dem Vergleich hat, ne? Dann ist es natürlich blöd, wenn man auch einen englischen Trailer gesehen hat. Und weil den habe ich natürlich nicht gesehen. Die Pointen treffen für mich jedenfalls, auch wie ich ja schon am Anfang eingehend gesagt habe, mehr den Dings. Aber
Das ist das, was Tino schon sagte, das ist ja eine Entwicklung, die geht ja schon viele Jahre so. Ob das nun irgendwie eine Lena Meyer-Landrut ist, die irgendwas spricht oder also das macht ja gerade unser Animationsfilm, macht das ja total die Runde, dass Influencer irgendwelche Sprechrollen bekommen. Ja, aber es geht ja auch darum, dass ob sie Sprechrollen kriegen oder ob sie die Hauptrolle kriegen. Ne? Ja, das stimmt. Das macht ja, aber, er kann ja gerne irgendeinen Nebencharakter sprechen. Das ist mir dann egal, aber die Hauptrolle. Aber es gibt ja Menschen, die das können, wie zum Beispiel Gronkh hat ja hier bei Spider-Man, bei dem animierten Film. Hat oder er, bei Lego Batman hat er ja Joker gesprochen. Ja, das also, oder gefallen. Kingpin, also der kann es halt auch wirklich gut, aber der kennt das auch schon, weil der Deponia ja auch synchronisiert hat, irgendwie eine. Aber ist auch kein Hauptcharakter gewesen, ne? Es war auch nicht Batman, ja, stimmt. Der hat Batman gesprochen. Ja, das ist recht. Ja. Aber grundsätzlich finde ich halt, lasst bitte den Leuten, die das gelernt haben, und wie gesagt, diese Branche ist so hart umkämpft und es gibt viele Talente, die nicht die Möglichkeit haben, weil eben den Julian Bam mit seinen 50 Millionen Klicks um die Ecke kommt, eben keine Chance hatten, die den Job einfach hätten atmosphärischer machen, besser machen können in meinen Augen. Und nichts gegen seine restlichen Sachen, die er so macht, das ist nicht mein Content, aber das finde ich tatsächlich echt bedauernswert. So, gut, im Endeffekt wird es der breiten Masse nicht auffallen. Es ist noch ein Aspekt, warum wahrscheinlich ein paar mehr Kinder dahin rennen, die mit Sonic nicht mal was anfangen können, die denken, ah, Julian Bam, ich freue mich. Ja, wobei Julian Bam jetzt auch nicht so der YouTuber ist, der jetzt so, ich sag mal so 10-Jährige zieht oder so. Also der ist eher so Mitte 20 so. Sicher? Nee, den gibt's schon echt lange. Also der ist jetzt nicht so ein Teenie, also würde ich jetzt sagen, so ein Teenie-YouTuber. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also bei den Sachen, die er jetzt in letzter Zeit gemacht hat, hier diese Fanta-Geschichte und so, da spricht er schon gezielt junges Publikum an. Also. Ja, aber nicht so 10-Jährige. Ich glaube, das ist eher so, aber ist ja auch egal. Schlussendlich gebe ich dir recht in dem Punkt, dass man einfach Synchronsprecher, die ja eben auch in aller Regel Schauspieler sind und Sprechtraining hatten und viel Geld für Unterricht ausgegeben haben und schlussendlich halt viel, viel besser sind, dass man die einfach den Job auch machen lässt. So, ne? Und wenn man da halt unbedingt einen Influencer drin haben will, dann gibt man ihm halt eine Nebenrolle. So, ne? Das ist, Das Ding ist halt, dass sie für Tales haben sie die Synchronsprecherin aus den ganzen Zeichentrick und Spielen benutzt, aber für Sonic nicht. Ja. Wahrscheinlich. Ja, gut, da weißt du immer nicht, ob der verfügbar war und so, du weißt ja nicht. Für so ein großes Ding. Der ist einfach tot, okay. Ich nominiere ja hiermit Stella für den zweiten Teil, dass sie Amy Rose spricht, quasi die in Sonic verliebt ist. Die würde gut zu Stella passen, sie ist ein bisschen verrückt und ist immer so in love. Du musst dir einfach vorstellen, dass Leroy Sonic ist und dann kann sie die Rolle perfekt ausführen. Ja, meine Lieben, damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal eine kleine Pause, aber lieber Tim, du hast ja quasi als kleine Überleitung passend zu diesem wunderbaren oder wie Tino sagt eher mäßigen Film, einen Song für uns, für die Playlist. Ja, und zwar ist das ein Song, der in den Trailern zu sehen war. Ich weiß gar nicht, ob er im Deutschen auch zu sehen war. Und zwar ist es von JJ Fat, Supersonic. 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 Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Das ist bestimmt gleich wieder ein Ohrwurm. Ja, weißt du, ne oder so, ne? Ja, ich habe auch einen Song dabei, bevor Tino seinen vorstellt. Ich habe auch einen Song dabei, nämlich von einer etwas älteren Band, die es schon etwas länger gibt. Ich weiß gar nicht, ob es sie aktuell noch gibt. Und zwar Electric Light Orchestra mit dem Song Strange Magic. Gibt's jetzt keine tiefsinnige, geile Story zu. Ich finde einfach den Song gut. Und ich höre Elo, wie ihn die Fans nennen, die Band, Elo in letzter Zeit sehr oft. Und sehr viel. Und daher Strange Magic für die Playlist. Und lieber Tino, was hast du denn mitgebracht? Klingt sehr gut. Ich muss mir die Songs mal reinballern, die du da dir anhörst. Lieber Tim, bei dir auch. Nein, Quatsch, ey, Küsschen auf eure Ohren und Augen. Ja, tatsächlich gibt's wieder eine kleine Geschichte dazu. Und zwar hatte ich ja letztens erst erzählt, als ihr so über Star Trek und die ganzen anderen Sachen so geredet habt, so, ja, wer guckt Picard und so. Und ich so, ey, können wir nächstes Mal drüber sprechen, hab ich richtig Bock. Ich guck alte Serien und da hat sich Tim noch so lustig gemacht, so, alte Serien. So, ja, tatsächlich habe ich das Jahr 2018 und 19 serientechnisch nachgeholt. Und zwar neben Altered Carbon und den ganzen Quatsch, habe ich mir mit meiner Freundin zusammen, liebe Michi, du wirst ja hier zuhören, fühle auch dich geküsst, auf die Augen und die Ohren, haben wir uns Dark reingezogen, habe mich lange gewehrt, weil deutsche Serie und so und bla, ne, aber ja, ich war sehr positiv überrascht, vor allem über die erste Staffel, zweite Staffel haben wir gestern zu Ende geguckt,
Fand ich auch gut, nicht so gut wie die erste Staffel, aber ich freue mich sehr drauf. Und deswegen hatte ich erst einen Song aus dem Soundtrack gemacht. Und dann dachte ich so, naja, ach komm. Also neben dem Intro-Song, der wirklich richtig gut ist, habe ich aber einen Song, wo ich auch wieder an meine Perle denken musste. Denn ich werde sie demnächst, wenn ich wieder ordentlich laufen kann, sie zu diesem Sound über die Tanzfläche schwingen und werfen. Und zwar von Dead or Alive, You Spin Me Around. Das ist so ein typischer Tino-Song, ey. Ja, stimmt. Ja, ansonsten, meine Lieben, geben wir eine kleine Pause, aber einen kleinen Spoiler wollte ich schon sagen, eine kleine Ankündigung, denn direkt nach der Pause hört ihr nicht uns, sondern wie angekündigt unsere liebe Intro-Stimme, die Stella, denn die hat wieder einen Manga für euch mitgebracht, der ein bisschen was mit Death Note zu tun hat, glaube ich. Heißt der Manga so, ja, ne? Death Note, ja. Ja. Ja, aber was genau, wie das zusammenhängt, das wird sie euch gleich selber erzählen. Erst gibt's einen kleinen Song, einen kleinen Pausensong, und dann geht's direkt weiter mit Stella. Wir hören uns danach. Bis gleich. Aus Hamburg vom Theaterstück The Cursed Child bin ich so schnell wie möglich nach Berlin gekommen, um euch einen Manga vorzustellen. Wir werden heute nicht über Harry Potter reden, sondern über die Manga-Reihe Platinum End. Die Geschichte stammt von Tsugumi Ohaba und die Zeichnungen von Takahashi Obata. Dieses Duo ist relativ bekannt und möglicherweise ist dem einen oder anderen dieser Name geläufig, auch wenn ich sie wahrscheinlich sehr stark falsch ausgesprochen habe. Die beiden haben nämlich Death Note erschaffen und Bakuman. Zwei sehr große Reihen, die sehr viel Einfluss auf unsere Popkultur genommen haben. Platinum End kam das erste Mal 2016 in Deutschland raus, und zwar vom Publisher Tokyo Pop. Bisher sind 9 Bände erschienen, ein Manga liegt bei 6,95 €. Der japanische Release war 2015 im Magazin Jump Square. In Japan sind bisher 12 Bände erschienen. Wenn ihr denkt, dass Deutschland hinterherhängt mit 9 Bänden, ich habe erst 6 Bände dieser Reihe gelesen, weil ich mir beim Einkaufen nie merken konnte, bei welchem Band ich stehen geblieben bin und immer wieder vor dem Regal stand und mir dachte, hast du jetzt Band 6, hast du jetzt Band 7, welches musst du dir jetzt kaufen? Aber gleich nachdem ich das hier alles beendet habe, werde ich ins Alexa gehen oder natürlich zu unserem Favorite Comic Shop überhaupt und schauen, ob ich vielleicht einen neuen Band mitnehme und zu Band 7 endlich gelange. Wie wir alle wissen, werden die ersten Mangas meistens erst in Magazinen gepublished und dann wird geschaut, wie erfolgreich das Ganze ist. Es gibt viele Manga-Reihen, die nie Japan verlassen, weil es einfach nicht genügend Abkäufe gibt. Ich bin sehr froh, dass Platinum End das geschafft hat, denn ich persönlich bin von der Reihe begeistert und werde euch jetzt erklären, warum. Der Hauptcharakter dieser Reihe nennt sich Mirai Kakehashi und er hat ein sehr unangenehmes Leben. Kleine Parallele zu Harry Potter. Er wird von seinem Onkel und seiner Tante bis aufs Letzte ausgenommen. Er geht nach der Schule arbeiten und das Geld wird ihm halt gleich an der Tür weggenommen. Er kriegt nur die Reste zum Essen, hat eine super kleine Kammer, in der er schlafen muss. Und in der Schule läuft das Ganze leider auch nicht anders. Er wird von den Mitschülern gemieden, ist ein Außenseiter. Liebe, Anerkennung sind Sachen, die er eigentlich gar nicht kennt. Er erinnert sich gerne an seine Kindheit zurück, als seine Eltern noch am Leben waren. Seine Mutter hat sich für ihn immer nur gewünscht, dass er glücklich ist. Und dieser Satz belastet ihn extrem, weil er halt null glücklich ist. Sein ganzes Leben ist für ihn ein Desaster. Er sieht einfach keinen Zweck mehr und beschließt deswegen, Suizid zu begehen. Er geht auf ein Hochhausdach und möchte hinunterspringen. Kleiner Disclaimer für Leute, die Probleme mit starken Depressionen haben oder generell sehr labil sind, würde ich vielleicht nicht diese Manga-Reihe zwingend empfehlen, da sie sich immer wieder mit dem Themen Depression, Suizid, überhaupt Sinn im Leben auseinandersetzt. Und das könnte vielleicht ein bisschen belasten, wenn man gerade nicht stark im Moment ist. Ich würde jedem empfehlen, mit diesen Problemen sich Hilfe zu suchen, sei es im Freundeskreis, in der Familie oder bei irgendwelchen Hilfsorganisationen. Es ist nie peinlich oder schlecht darüber zu reden, macht es einfach. So, nach dem Pflichtauftrag, den wir alle haben, zurück zur Story. Mirai steht auf dem Hochhaus und beschließt, runterzuspringen. Kurzer Break, ich muss sagen, dass die Zeichnungen wirklich grandios sind. Wer Death Note schon mal in der Hand gehalten hat, kennt eigentlich den Stil von Takahashi. Er ist sehr düster, er ist sehr ausdrucksstark und die Charaktere werden immer fabelhaft gezeichnet. Man kann in den Gesichtern so viel Emotionen sehen.
Allerdings sind die Hintergründe sehr oft schlicht gehalten. Das ist aber generell ein Ding, was bei Mangas sehr häufig vorkommt. Während Mirai vom Hochhaus springt, kommt aus dem Nichts eine junge Engelsfigur auf ihn zugeflogen, die ihn auffängt, ihm tief in die Augen schaut und ihm erklärt, dass sie sein Schutzengel ist. Sie zieht ihn mit hoch und erspart ihm so gesehen den Selbstmord. Mirai ist total verwirrt und kann mit der ganzen Situation noch nichts anfangen und weiß auch nicht recht, ob er träumt. Der Schutzengel nennt sich Nase oder Nase, relativ schwierig zu sagen, wie sie wirklich ausgesprochen wird. Dadurch, dass sie mit Doppel-S geschrieben wird, habe ich immer Nase gelesen oder Nase, aber es gibt kein Apostrophen über dem E. Ihr könnt euch ja später selbst davon überzeugen, wie ihr den Namen aussprechen wollt oder wie ihr den Namen lesen würdet. Ich fühle mich ein bisschen wie Cult Mirror, weil ich ständig von der Story abweiche. Aber hey, ihr hört euch das bestimmt super gerne an. Ich als Buchvorstellerin. Sie versucht ihm zu erklären, dass sie nur möchte, dass Mirai glücklich ist und sie ihn deswegen auserkoren hat. Und gibt ihm zwei Gaben mit. Zu einem Engelsflügel, die niemand sehen kann, mit denen er fliegen kann. Und Pfeile, die er benutzen kann, damit Menschen sich in ihn verlieben oder tiefe Liebe für ihn empfinden. Allerdings erklärt sie auch gleich, dass diese Liebespfeile ein kleines Manko haben. Sie funktionieren nur 33 Tage und sind bei jeder Person nur einmal anwendbar. Hier merkt man schon eine kleine Verbindung zu Death Note, weil das Death Note war auch mit unglaublich vielen Regeln gepaart, die man erstmal alle aufnehmen muss, um zu verstehen, wie man es überhaupt anwenden kann. Mirai hat auf das Ganze eigentlich gar keine Lust, weil er keinen Sinn in seinem Leben sieht und auch nicht versteht, dass er aus dem Nichts nach jahrelanger Quälerei ein Engel erscheint, nimmt sich das Ganze aber erstmal an. Der Engel ist halt nonstop bei ihm da, redet mit ihm, aber niemand anderes kann ihn wahrnehmen. Er geht nach Hause, wird wieder von seinem Onkel und seiner Tante gepeinigt und beschließt, einen dieser Liebespfeile bei seiner Tante anzuwenden. Auf einmal dreht sie völlig durch und verzerrt sich völlig nach Mirai und gesteht ihn unter diesem Liebesbann, dass sein Onkel und sie seine Eltern umgebracht haben, um an das Vermögen ranzukommen. Aus Schande darüber schlitzt sie sich vor Mirai die Kehle auf. Diese Szene ist wirklich eindrucksvoll, weil der Wahnsinn in den Augen dieses Menschen einfach so gut bezeichnet ist und das Blut einfach förmlich aus den Seiten herausspritzt. Mirai ist völlig fassungslos und versteht einfach nicht, was da abgegangen ist, flieht aus der Wohnung und ist völlig verwirrt. Nase, sein Schutzengel, hat das Ganze natürlich mit angesehen und erklärt ihnen, dass all diese Gaben auch ein kleines Manko haben und von ihm eine bestimmte Sache erwartet wird. Hier kommen wir nämlich zum Hauptpunkt der Geschichte. Es gibt 13 Menschen weltweit, die auserwählt wurden, der neue Gott zu sein. Alle paar Jahrtausende gibt es Menschen, die auserwählt werden von 13 Engeln, als Gottesanwärter dazustehen, die sich gegeneinander beweisen müssen, wer das höchste Potenzial hat, der neue Gott zu werden. Das Ganze klingt erstmal völlig absurd und auch ich war beim Lesen einen kleinen Moment lang so, ich weiß nicht, ob mich das anregt, das klingt eher so nach einem Fight von mehreren Leuten, die gegeneinander antreten und der Stärkste wird dann gewinnen. Das Ganze läuft aber nicht typisch Shonen Jump-mäßig aus, sondern ist eher sehr dramatisch, thrillerhaft geschrieben und auch sehr düster. Wir wissen nicht, wer die 13 Anwärter alle sind. Wir werden erst nach und nach immer mehr Anwärter kennenlernen und jeder von denen hat eine tragische Geschichte hinter sich. Jeder Engel hat auch andere Fähigkeiten, die er so gesehen seinen Anwärter schenken kann. Und wie wir alle wissen, sind Menschen so unterschiedlich und facettenreich und viele drehen durch, sobald sie Macht bekommen. Mirai möchte das Ganze gar nicht. Wir wissen, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte, dass er überhaupt keinen Sinn in den allen sieht. Und der neue Gott zu werden, ist halt auch etwas, was für ihn völlig absurd und überhaupt nicht wichtig ist. Mit diesem Satz lasse ich euch jetzt alleine stehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es interessiert euch. Ich muss sagen, dass der Manga wirklich gut geschrieben ist. Ich würde jedem empfehlen, einmal reinzublättern. Denn es ist einfach ein interessantes Konzept, dass es alle paar Jahrtausende einen neuen Gott gibt und dass Leute, die sich das Leben nehmen wollen, auserwählt werden, um den neuen Gott darzustellen. Wir haben viele Parallelen zu Death Note. Allerdings, bei Death Note gab es ja Light Yagami, der geradezu zu Gott wurde und Gott sein wollte. Und in diesem Manga haben wir einen Charakter, der das überhaupt nicht möchte, der nichts mit Macht anfangen kann, nicht möchte, dass Menschen ihn verehren und eigentlich gar nicht existieren möchte. Ja, dann bis bald, meine Lieben.
So, ihr Lieben, das war der wunderbare Comic von Stellan. Comic sage ich schon, ist ja ein Comic, ist ein quasi ein japanischer Comic von Stellan, nämlich Platinum End. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht ist es ja etwas für euch. Zufälligerweise habe auch ich heute einen Manga dabei, denn ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Es kam daher, weil ich nämlich, ich glaube, es war deswegen, weil ich in letzter Zeit so gerne Horror-Mangas lese. Ich habe ja nun mit The Drifting Classroom jetzt irgendwie so ein bisschen den Horror-Manga für mich entdeckt und habe jetzt auch, wie heißt es, Uzumaki? Uzumaki auch bestellt und der liegt auch schon bereit. Von dem Uzumaki Mangaka gibt's ja einige Sachen, allerdings nicht auf Deutsch. Ne? Also das Einzige, was jetzt auf Deutsch rausgekommen ist, ist eben das jetzt hier als Sammelband. Aber der hat ja einige Sachen gemacht, denn ein guter Freund von mir ist ein ausgesprochener Fan von dem Mangaka, von daher ziemlich cool. Und über diese Umwege, wahrscheinlich über Recherche, ich kann es echt nicht mehr sagen, bin ich auf I Am Hero gekommen. Und wie gesagt, es ist ein Horror-Manga. Wir haben in dieser Story einen Protagonisten, wir begleiten nämlich Hideo Suzuki. Der Gute ist so ungefähr Mitte 30, hat also karrieretechnisch sein Zenit schon erreicht. Oh Gott, das hört sich schlimm an, das stimmt nicht. Aber zumindest ist er schon 30, ist eben kein Jüngling mehr. Er lebt in Tokio und ist hobbymäßig Hobbyschütze, hat also auch einen Waffenschein, was dann später auch nochmal wichtig wird. Aber hauptsächlich beruflich ist er eben Mangaka. Er hatte auch schon einen relativ, ja, eher mittelmäßigen Erfolg. Und hatte halt einen Manga, der veröffentlicht wurde in einem Magazin, der aber relativ schnell abgesetzt wurde. Der letzte Erfolg ist schon etwas länger her, also dieser Erfolg mit dieser Veröffentlichung. Von daher ist er auch so ein bisschen frustriert und arbeitet aktuell eben, als wir die Story starten, als Assistent in einem Zeichnerkollektiv. Also das ist so ein Büro, Gesundheit, so ein Büro, wo halt mehrere Mangaka sitzen und er ist halt einfach nur Assistent, der irgendwelche Sachen zeichnen muss, Hintergründe oder irgendwie so ein Quatsch und ist damit nicht so ganz zufrieden. Also er wartet immer so ein bisschen auf den Durchbruch und kritisiert auch andere Mangaka, wie die ihre Sachen machen und bewirbt sich auch bei anderen Verlagen und so. Also er ist da ziemlich frustriert, dass es nicht weitergeht. Aber er hat eine Freundin, was heißt aber? Er hat auch eine Freundin, nämlich Teko. Und Teko ist, soweit ich mich erinnern kann, auch Manga-Zeichnerin oder Manga-Autorin und ein bisschen erfolgreicher als er. Und steht zu einem Überfluss auch noch so ein bisschen auf die Mangas ihres Ex-Freundes, eben auch Mangaka ist. Zu Hideo selber. Hideo ist ein ziemlicher Weirdo, muss man sagen. Er ist wirklich sehr, sehr eigenartig, hat komische Macken. Er ist zum Beispiel auch hat eine psychische Störung, kann man schon sagen. Er hat Wahnvorstellungen. Er wird jede Nacht von irgendwelchen Geistern heimgesucht, hat auch so einen imaginären Freund, wo er immer wieder hofft, dass er ihn auch beschützt. Fängt dann nachts an, irgendwelche Bannkreise zu legen mit irgendwelchen Büchern und so. Also ganz komischer Typ. Hat dann auch so ganz komische Ticks, dass er so, er hat zum Beispiel so ein Pussy-Lied, das er immer singt, wenn er aufgeregt ist. Also ganz, ganz eigenartig. Und eines Tages ist es eben so, dass er seine Freundin besuchen will. Und er klopft dann da halt und es braute sich vorher immer schon an die Tage vorher und so ein bisschen was zusammen. Man hat in den Zeitungen, in den Medien immer schon ein bisschen gehört, ja, da hat irgendein Politiker sich krank gemeldet, der kommt nicht mehr, da ist jetzt die Assistenz da und so. Also man hört immer schon so kleinen Momenten so, was ist da los? Und er kommt eines Tages eben zum Haus oder zur Wohnung seiner Freundin und will sie besuchen, klopft auch an der Tür. Sie macht aber nicht auf. Die hatten sich vorher, soweit ich weiß, auch gestritten und weswegen er auch erst dachte, sie ist so ein bisschen sauer auf ihn und sie öffnet aber die Tür nicht, aber er hört so Geräusche und dann guckt er so durch den Türschlitz durch und sieht, dass sie da ist und muss halt feststellen, dass sie zu einem Zombie geworden ist. Und da fängt auch schon eigentlich der erste komische Moment an, dass seine Ex-Freundin, die jetzt eben, oder seine Freundin, die eben jetzt ein Zombie ist, ihm durch die geschlossene Tür angreift, nämlich durch den Türschlitz. Das ist schon ein erster komischer Moment eigentlich. Also
Also der Comic bereitet sich darauf vor, dass es hier eine Zombie-Apokalypse passieren wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass es nicht gleich auf die Fresse gibt, sondern der Manga lässt sich sehr, sehr viel Zeit mit der Einführung. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, ist im komprimierten und im ganz einfachen Sinne eigentlich schon der erste Band gewesen. Also der komplette erste Band ist eigentlich Exposition, erklärt die Charaktere, welche es gibt, erklärt natürlich in erster Linie Hideo, erklärt den Status Quo, damit wir wunderbar hineinschlittern können, eine wunderbare Story. Der Manga, muss man auch sagen, widmet sich auch im Verlauf der Story immer wieder sehr, sehr viel der Charakterentwicklung, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe übrigens die ersten 6 Bände gelesen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Hat auch aber immer wieder ruhige Momente, wo genau für solche Charakterentwicklung halt einfach Zeit ist, wo halt Dialoge geführt werden, wo es zwischenmenschliche Momente gibt, die halt einem den Charakter auch irgendwie näher bringen und man den auch irgendwie mit denen connecten kann, wie man im Neudeutsch sagt. Aber es wird immer wieder auch abgewechselt. Zwischen diesen ruhigen Momenten gibt es sehr, sehr viel Gore-Momente und Anteile, die eigentlich so, ich sag mal, zu diesen Charakterentwicklungen der zweite große oder vielleicht sogar der wichtige Part sind, oder das wichtige Stilmittel des Mangas. Und man muss da wirklich dem Mangaka hier ein Kompliment geben, denn der schönt hier wirklich nichts. Also hier wird wirklich alles ganz detailreich skizziert und gezeigt, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es gibt immer wieder Zombie-Angriffe, die sehr explizit und detailreich gezeichnet sind und vor allem sehr, sehr kreativ und grotesk, was mir wirklich richtig gut gefallen hat, weil ich mag das einfach, ich mochte das auch in Cross schon, wenn halt so ganz morbide, groteske, aber trotzdem lustige und kreative Situationen gibt. Da gibt es zum Beispiel den Punkt, dass die Zombies immer das, was sie irgendwie als letztes gemacht haben, oder was ihnen irgendwie wichtig war im Leben, dann immer wiederholen. Zum Beispiel ist von Hideo die Vermieterin oder der Vermieter, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, Vermieterin, versucht Hideo anzugreifen und läuft ihn die ganze Zeit hinterher und schreit die ganze Zeit, dass er den letzten Mieter noch nicht bezahlt hat und versucht ihn halt dabei anzuknabbern. So. Oder hatten zum Beispiel eine Kollegin, die dafür bekannt ist, dass sie sehr gerne mit vielen Männern schläft und was natürlich absolut in Ordnung ist bei Frauen. Frauen dürfen sich natürlich genauso austoben wie Männer auch. Aber zumindest versucht ein Kollege von Hideo, die Kollegin, die zum Zombie geworden ist, mit einem Baseballschläger zu schlagen, und sie hält diesen Baseballschläger dann auf und fängt an, diesen Baseballschläger zu blasen. Und es ist wirklich richtig lustige Situation. Oder es gibt auch eine Situation mit Babys, die auch Zombies geworden sind, die dann anfangen, die Menschen in die Beine zu beißen, und irgendwann fangen dann an, die Leute, die Babys zu schlagen. Es gab immer wieder Momente, wo ich echt richtig laut lachen musste, dass es wirklich richtig, richtig lustig ist. Ein bisschen was zu den Fakten. Der Mangaka nennt sich, oh, jetzt kommt wieder Japanisch, Kengo Hanazawa. Ja, was soll man sagen? Und was mir als allererstes aufgefallen ist, der sieht einfach mal aus wie Hideo. Also er sieht halt wirklich aus wie der Charakter in dem Manga, was ich sehr, sehr lustig fand. Der hat vorher auch schon einen Manga gemacht, der, glaube ich, ganz erfolgreich war, nämlich Boys on the Run. Ich selber kannte den nicht. Und auch da sieht der Protagonist aus wie Kengo, also wie der Mangaka, was sehr, sehr witzig ist. Also er scheint offensichtlich sich selber als Figur in den Mangas zu zeichnen. Ansonsten zeichnungstechnisch hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr, sehr detailreiche Zeichnungen, was ich zum Beispiel auch bei The Drifting Classroom total klasse fand. Ich mag es halt so, wenn auch so Häuser, so Autos oder Wohnungen oder so Kram, wenn sowas halt richtig detailreich gezeichnet ist, weil man wirklich in den Schränken irgendwo in der Wohnung so einzelne Sachen sehen kann und so. Das finde ich total toll, wenn es eben nicht skizziert ist, sondern wenn man das alles liest. Und für mich ist das automatisch immer ein bisschen bessere. Also für mich ist es immersiver, sowas halt zu sehen. Und ich kann mir das dann halt einfach ein bisschen besser vorstellen. Außerdem gibt es sehr, sehr viele coole Perspektiven. Und Einstellungen, sag ich mal, jetzt sagt man Einstellungen, sagt man wahrscheinlich eher im Film, aber Einstellungen, zum Beispiel nutzt er ganz auf Weitwinkel, was ich sehr, sehr interessant finde, also sowieso Fischaugenoptik, was ich mir vorstellen kann, was gar nicht so leicht zu zeichnen ist, weil normalerweise kannst du natürlich bei einer physikalisch oder geometrischen Form kannst du natürlich viel besser zeichnen, als wenn du so ein Fischauge hast, wo du eigentlich gar keine Anhaltspunkte so richtig hast. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, kann natürlich sein, dass es digital gemacht war, aber gerade so Fischaugenoptik habe ich jetzt in Mangas noch nicht so oft gesehen. Was mir wiederum nicht so gut gefallen hat, sind manchmal so diese Hintergründe. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber ich glaube, das ist in Mangas gar nicht so unüblich, dass man nämlich
Fotohintergründe, also dass man quasi Sachen fotografiert, also dass Mangaka Sachen fotografieren und die dann quasi so mehr oder weniger abzeichnen oder quasi runterkopieren auf so eine Schwarz-Weiß, auf so eine Schwarz-Weiß-Kopie sozusagen. Und das sieht man manchmal, dass es dann eben nicht gezeichnet ist, sondern dass das dann halt wie so ein schlecht kopiertes Foto ist. Und das, muss ich sagen, gefällt mir grundsätzlich in Mangas nicht so gut und das wurde ja auch teilweise gemacht. Also man merkt schon, dass da manchmal die Zeit vielleicht auch gedrängt hat, weil das ist ja in Blocklock bei Mangas sowieso immer ziemlich schwierig, dass da immer die Zeit sehr drängt, die müssen in relativ kurzen Abständen sehr viele Stories rausbringen. Das kommt hier in dem Manga übrigens auch ganz cool rüber, weil eben der Hideo ja selber Manga-Zeichner ist. Da wird es auch thematisiert. Von daher kann ich schon grundsätzlich ein bisschen verstehen, aber gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Gerade so im Vergleich zu The Drifting Classroom, der natürlich wesentlich älter ist, denn ist ein Manga aus den 70ern, aber das wird dort nicht gemacht und was natürlich ziemlich cool ist, was ich finde. Ich mag halt Handarbeit. Ansonsten noch ein paar Fakten zum Comic selber. Erschien ist das ganze Ding in Japan zwischen 2009 und 2017. Nicht als Bücher, so wie wir das kennen, sondern in einem Magazin, nämlich dem Big Comic Spirits Magazin. Auch in England ist das ganze Ding erschienen, beziehungsweise auf Englisch. Dark Horse Comic sollte eigentlich auch hier ein Begriff sein. Und dann ist das irgendwann natürlich auch nach Deutschland drüber geschwappt und ist zwischen 2011 und 2018 dann im Carlsen Verlag erschienen. Die ganze Serie ist inzwischen abgeschlossen, umfasst 22 Ausgaben plus 3 Spin-Offs. Da gibt's irgendwie nochmal, keine Ahnung, I am a hero in Osaka und bla 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 irgendwie. Also es gibt auf jeden Fall 3 Spin-Offs. Ansonsten befindet sich das Ganze in so einem ganz normalen Manga-Standardformat, 240 Seiten circa sind das immer. Und mit I am a Hero bekommt ihr, wie ihr vielleicht schon raushören konntet, einen Action-Psycho-Horror-Zombie-Manga. Und das Ganze ist ein Seinen-Manga. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der richtet sich eigentlich an junge, männliche Erwachsene, wobei das das männlich natürlich vollkommen egal ist. Also es richtet sich an junge Erwachsene. Und ich kann euch das Ding echt ans Herz legen. Ich habe, wie gesagt, die ersten 6 Bände habe ich komplett durchgesuchtet und finde ich mit 22 Ausgaben auch eine sehr überschaubare Reihe. Also meine Empfehlung, I am a Hero, wenn ihr Splatter-Zombies und skurrile Sachen mögt. Yo. Klingt sehr gut und ich hoffe, du verkaufst sie bald. Das kann sehr gut sein. Ich glaube, ich behalte die nicht. Also sieht wirklich ganz cool aus. Also wenn ich die fertig habe, können wir gerne mal sprechen miteinander. Okay. Ja, das war meine Vorstellung. Ansonsten, ich habe gehört, dass auch du, lieber Tino, einen eher westlichen Comic mitgebracht hast. Ja. Warst du überrascht über die Überleitung? Es war eine super Überleitung. Tatsächlich war ich gerade gedanklich ganz woanders. Und zwar, wie ich dir die Mangas jetzt schon aus dem Kreuz leier. Nein, Quatsch. Also ja, ich muss dazu sagen, in letzter Zeit frage ich mich echt, wo die Zeit hin ist. Ne? Ihr seid ja schon ein bisschen älter als ich. Ist das normal, dass die Zeit einfach verfliegt? Ja, okay. Das ist das Alter, glaube ich. Traurig, aber wahr. Okay, ich kann es am besten so beschreiben. Also in letzter Zeit lese ich tatsächlich, also ich habe ja hier ein volles Comic-Regal. So, ne? Das kennen wir alle. Also Martin jetzt nicht mehr so, aber der sortiert ja ordentlich aus und macht das ein bisschen gewissenhafter. Aber ich habe hier tatsächlich Comics stehen, die hier wahrscheinlich schon, würde das Regal schon seit 2-3 Jahren hier stehen, schon 2-3 Jahre dort stehen, ohne einmal berührt oder gelesen worden zu sein von mir. Und aktuell lese ich tatsächlich nur, ja, 3 feste IPs, um das ehrlich zu sein, die ich dann wirklich auch immer zeitnah verfolge, zeitnah kaufe und dann auch auffresse. Und das sind, wie sollte es anders sein, One Punch Man und Mob Psycho 100 und tatsächlich Conan der Chimera. Okay. Genau, Conan der Barbar, Conan der Chimera, ihr kennt das, ne? Ich meine, unser RB-Bag Arnie hat ihn gemimt. Dementsprechend mit den Filmen konnte ich damals nichts anfangen. Und als ich gelesen hatte, damals noch, als ich bei Roman noch regelmäßig ein- und ausgegangen bin, oh krass, Splitter bringt über französische Künstler und so weiter und so fort, die Kurzgeschichten von Robert E. Howard als jeweils One-Shotter, also immer in sich geschlossene Bände,
raus. Das kann doch nur interessant werden. Das war auch die Phase, wo ich gerade hier das Konzil der Bäume, oh Gott, Fuego, nee, Futurego, ach, keine Ahnung, so diesen ganzen Splitter-Kram, wo ich da gerade irgendwie drauf gestanden habe. Und hatte mir damals die ersten beiden Bände gekauft und fand das ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier vorgestellt habe, aber ich habe die anderen Sachen nicht vorgestellt, weil ich ja jetzt gerade aktuell Band 4 und 5 gelesen habe. Und zwar einmal Conan der Conan der Chimera, Ymirs Tochter und Conan der Chimera, die rote Zitadelle. Und ich muss sagen, nach 5 Bänden, das kann ich euch schon so mit auf den Weg geben, noch nie habe ich eine für mich doch, bevor ich die Comics gelesen habe, eintönige, stupide Figur in solch Facettenreichtum erlebt. Okay, ich muss sagen, der gute Howard, ohne den Fanboys auf die Füße zu treten, hat echt ein Problem mit Sexismus. Aber ich meine, gut, der ist in den 1930ern verstorben, ihm sei es verziehen, der Zeitgeist hat es anscheinend damals nicht anders zugelassen. Aber manch ein Comic, der hier nun über Splitter ans Tageslicht rückte, hat schon so die ein oder andere heftige, wenn ich so nicht sagen würde, illustrierte, nicht genau gezeigte, aber doch eine Vergewaltigung in sich. Ich denke, gerade Band 4 wird damit eine gewisse Kontroverse bei den Fans oder auch nicht, keine Ahnung, so deep sind wir da jetzt nun auch nicht drin, auslösen. Und als ich das gelesen habe, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, ich sag jetzt nicht zu viel dazu, aber du siehst diese Szene und sie erreißt einer bestimmten Figur das bisschen, was sie noch anhat vom Leib und stößt sie so nach vorne. Ich dachte, das macht er jetzt nicht. Das gucke ich mir jetzt hier nicht an. So, weil, hallo? So, weil es passte zwar zu diesem harten Ton, der generell angeschlagen wird in den Conan-Comics, aber ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, da wären wir ein bisschen weiter, weil die Comics nämlich alle jetzt auch veröffentlicht worden sind und auch entsprechend nochmal zeitgeisttechnisch wohl überarbeitet und angepasst. Also möchte ich gar nicht wissen, wie explizit oder fragwürdig die Kurzgeschichten von dem Howard, die kenne ich nämlich nicht, im Urgestein sind, sozusagen, in der Urfassung. Also wie gesagt, der Howard hat mal Kurzgeschichten zu Conan geschrieben, also ist der Vater von Conan. Und jetzt hat ein Künstlerkollektiv gesagt, ey, wir haben Bock, in 16 Bänden jeweils diese Geschichten in geschlossenen Bänden, also jeweils im einen Band, zu illustrieren, neu zu interpretieren und auf den Markt zu bringen. Und somit sind wir jetzt mittlerweile bei Band 6, den habe ich mir bei Thalia jetzt schon geordert und berichte euch jetzt nun von Conan der Chimera, Ymirs Tochter. Einfach nur kurze Side-Facts, erschienen am 22.05.2019 über den Splitter-Verlag, der vierte von 16 Bänden, kostet 18 Euro, ganze 80 Seiten Bildmaterial. Wobei die letzten 10 eigentlich Bonusmaterial sind, so wie immer. Also was man Bonusmaterial so nennt. Man kann sich da noch ein bisschen tiefer in die Materie lesen, wenn man da irgendwie Bock drauf hat. Und der Zeichenstil selbst, und man sieht es ja auch schon in der Leseprobe, beziehungsweise Jungs, wenn ihr das offen habt, schon das Cover von Ymirs Tochter hat mich einfach gefesselt. Für mich war das eine ähnliche Faszination wie bei einem der ersten Comics, die ich auch hier vorstellte, und zwar Viking von Evan Brandon und Nick Klein, falls ihr euch daran erinnern könnt. Mhm. Und auch dort haben es die Zeichner geschafft, also auch hier bei Ymirs Tochter, dass sich alle Bilder, die du siehst, dass du sie gefühlt riechen und spüren kannst. Ja, also ein Schlachtfeld, wird jetzt nicht detailliert alles gezeigt, sondern Schatten, die gegeneinander kämpfen, aber alles andere darum ist blutrot und krude Dinge. Du kannst nur interpretieren, ist das ein abgeschlagener Arm, ist das da gerade ein Kopf, der durch die Gegend fliegt. Es ist fühlbar. Und durch die Texte, die auch echt gut geschrieben sind, klar, in der Übersetzung geht bestimmt immer was von Atmosphäre auch verloren, aber es hat mich sofort gepackt. Und in dieser Story geht es darum, dass Vanheim und Nordheim, nämlich die Vanyar und die Asen, gegeneinander in einem ewigen Krieg aufeinandertreffen. Und das ist eine Fehde, die über Jahrhunderte schon andauert. Und die wundern sich, dass das nie ein Ende findet. Nach jeder Schlacht irgendwie brodelt es wieder hoch und sie fangen an, sich wieder gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und nach einer Legende
Zufolge kommt Ymirs Tochter und beobachtet jede Schlacht, die stattfindet, und ehrt den letzten stehenden Mann, der überlebt hat, die Schlacht, indem sie ihn zu ihrem Vater führt und er dort in Ewigkeiten in Reichtum und Schlacht und Gewalt weiterleben kann in Unsterblichkeit. So jedenfalls die Sagen, die sich die Vanya und die Asen gegenseitig erzählen, um weiterhin ihr dämliches Blutvergießen wahrscheinlich zu rechtfertigen. Der Comic geht auch schon ziemlich brutal und heftig los, nämlich mit einem Verhör eines Asen, die hier mit roten Haaren, also es wird euch gefallen, liebe Herren, gezeichnet oder gezeigt werden, der gefoltert wird und am Ende auch angepinkelt und dann von den Hunden zerrissen wird. Das gibt schon mal einen Ausschlag, oder generell, also einen Ausschlag gibt's auch, heftig, wenn ihr nicht verhütet, liebe Kinder, aber es gibt schon mal eine Messlatte an dem Gewaltheitsgrad, der dort gezeigt wird. Und der ist sehr brachial und direkt. Ich glaube, würde es in einem Film gezeigt werden, würden Martin und ich lachen. Ja. Aber in dem Comic ist es tatsächlich echt heftig. Also es ist schon sehr, sehr krasse Bilder. Und wie soll es nicht anders sein? Unser lieber Conan, und das liebe ich an diesen Bänden, wird in jedem der Bände als andere, nicht als grundsätzlich andere Person gezeigt, aber als facettenreiche Figur. Mal ist er ein König, mal ist er der Lonely Wolf, der einfach durch die Welt zieht als Söldner und jedem die Arme abhackt. Irgendwo ist er ein Piratenkönig, auf der anderen, an der anderen Stelle ist er sowas wie ein nackter Indiana Jones ohne Lederhut und Peitsche, sondern mit Schwert und langem Haar. Und hier ist es so, dass er so ein Lone Wolf ist, der in der besagten Schlacht oder einer dieser besagten Schlachten als letztes auf dem Schlachtfeld steht, und auf einmal taucht Ymirs Tochter auf, halbnackt, oder beziehungsweise sie ist nackt, sie hat nur einen, nennt man das Schößchen? Sie hat nur ein Schößchen um. So ein ganz kleines Tuch, was ihren Schambereich bedeckt. Aber es ist auch durchsichtig, also eigentlich ist es total überflüssig, aber ihr kennt es ja, das sind so Modeerscheinungen, die ich noch nie verstanden habe, wie man sich eine durchsichtige Bluse anziehen kann. Kann man gleich weglassen, so, ne? Oh Gott, ich begib mich schon wieder auf dünnes Eis, ich merk's gerade schon. Auf jeden Fall, ja, wirbt sie um ihn, um Conan, und spielt ihm vor, als er verwundet, ey, danke Tim, als er verwundet, das ist super ein Einsatz, als er verwundet und schwächelnd auf dem Boden liegt, streckt sie ihm ihren nackten Arsch entgegen und lockt ihn immer wieder, komm, ich bring dich zu meinem Vater, und dann belohne ich dich. Conan selbst ist eigentlich total egal, in ihm brennen seine widerlichen Pseudomaskulinen, nein Quatsch, also seine tiefsten Instinkte greifen, und er hat nur noch ein Ziel. Ja. Ficken. Wirklich jetzt? Also, das ist so, also er will, also es wird halt sehr krude umschrieben, ne? Es wird so, ja, er sagt dann so, ja, du solltest dich nicht so bewegen und so, wenn du nicht die Konsequenzen tragen kannst. Also so typische Sprüche, die man sonst so, weißt du, so. Und ich würde es, die Fanboys da draußen werden mir den Koffer packen, weil ich zitiere ja hier nur draus, und das ist eine Interpretationssache, aber du merkst, dass diese Geschichte halt einfach mal aus den 30ern oder vor 30ern entstanden ist, also 1930ern. So. Und dann so richtig so, ja, und dann droht er ihr die ganze Zeit. Gut, sie ist schon sehr provokativ. In ihr sehe ich eigentlich eher eine moderne Frau tatsächlich. Vielleicht hat der Howard irgendeine Art Verlustangst verarbeitet, keine Ahnung. Will auch gar nicht zu weit in die Analyse rein, weil ich den an und für sich, den Comic nämlich vom Zeichenstil und von der Bildsprache her sehr, sehr gut finde. Es ist jetzt keine Story, womit man irgendwelche Seele füllen würde, aber es ist sehr unterhaltsam und es ist ja krass inszeniert. Und an der Stelle, wie gesagt, folgt er ihr, und sein Begehr im Kopf ist, ich erobere diese Frau, ich nehme mir einfach diese Frau, ich habe sie mir verdient, ich habe als Letzter gestanden. Und ja, auf diese Art und Weise tappt er in eine Falle zweier Titanen. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das entpuppt sich dann leider vom Pacing her erst zum Ende relativ zügig alles. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Der Rest dieses Comics ist aber neben diesem, wie soll ich sagen, eine leichte Botschaft ist da rauszunehmen, ne? Jungs da draußen, seid einfach nicht schwanzgesteuerte Vollidioten, sondern denkt mal ein bisschen nach, benutzt eure Gehirnzellen, fühlt euch nicht angegriffen, wenn eine Frau ist, und wenn jemand
was dazwischen ist oder sich anders definiert, als ihr das vielleicht in eure Spatzenhörne nicht kriegt. Aber grundsätzlich, Jimmys Tochter ist ein Wikingerwerk. So möchte ich das sagen. Man kann tatsächlich die Comics, die jetzt rausgekommen sind, in unterschiedliche Kategorien packen. Und das ist so ein Conan, der in so einer wilden nordischen Welt lebt, was mich total an meine Comicserie hier Viking und Mensch, jetzt fällt es mir nicht ein. Wartet mal kurz. Northlanders. Ja, genau. Northlanders, danke. Das ist nämlich total und Blackguard und so an die Sachen erinnert hat. Und dadurch hat das mir richtig, richtig gut gefallen. Genau, also wie gesagt, zum Zeichenstil und so, das sind die Dinge, womit mich das Ganze gewonnen hat. Hiermit spreche ich aber schon, bevor ich noch die Rote Zitadelle kurz vorstelle, das wird ein bisschen schneller gehen, möchte ich natürlich nochmal eine glatte Empfehlung für diese gesamte Serie. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Vielleicht gefällt einem nicht jeder Band, aber bis jetzt haben mir jeder seine Vorteile gehabt und mich auch überzeugt, weiterzulesen und zu sagen, ey, ich habe Bock auf das nächste Event, auf die nächste facettenreiche Darstellung von Conan dem Chimera. Gut. Somit kommen wir einfach schnell zu Die Rote Zitadelle. Hier haben wir tatsächlich einen Conan-Comic, der mich total an meine Kindheit erinnert hat, und zwar an die alten Sindbad-Filme. Kennt ihr den noch? Hm, ja, klar. Der noch mit so Stop-Motion-Knetfiguren so, ja, wenn der Säbelzahntiger gegen den Zyklopen mit dem einen Horn auf dem Kopf gekämpft hat. So, und ganz schlechter Sound und so. Oder so eine riesige Robbe war das doch auch mal. So ein Seelöwe oder Seelefant, der riesengroß war. Und dann haben die so mit Speeren in diesen Knetseelefanten reingepiekst und so. Ja, super. Da müssen wir mal an so einem Filmabend mal nachholen. Worum geht es? Conan ist in dieser Geschichte der König von Fuck. Warte mal kurz. Sorge, das falsch auszusprechen. Heute ist zwar Tim Neppt, aber irgendwann wirft das mir um die Ohren. Aquilonien. Ist ja nicht schlimm. Aquilonien. Okay, also wer auf jeden Fall das Online-MMORPG gespielt hat, wird auf jeden Fall all diese Länder und den ganzen anderen Quatsch, weil dieses Conan-Universum ist nämlich riesig groß, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe wirklich ihn für eine sehr einsilbige und facettenarme Figur gehalten und auch das ganze Universum. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ein sehr cooles, erwachsenes Fantasy-Universum, kann man schon fast sagen. So, kann man fast sagen. Auf jeden Fall ist er dort König und hat es geschafft, alle Reiche so und alle Reiche und auch kleineren Gebiete miteinander zu vereinen unter einem Banner. Denn an den Grenzen warten andere Gefahren, die Conan in seiner Weitsicht als Schlechter der Menschheit quasi schon vorausgeahnt hat. Und durch einen Staatskomplott ist es leider so, dass er gestürzt wird und in ein Gefängnis kommt, nämlich in die sogenannte Scharlachrote, was habe ich da eigentlich gesagt? Scharlachrote, ich habe die Rote gesagt, ne? Scharlachrote, ja. Zitadelle. Ja, wahrscheinlich werde ich gleich an World of Warcraft, an Scharlachrote Kloster denken muss, so eine Neiche, da so ein paar Traumata, die ich aufarbeiten muss. Auf jeden Fall die Scharlachrote Zitadelle, dort wird er inhaftiert, dort muss er sich, also wenn man so ein Evil Mind ist, ne, dann denke ich immer so, würde ich ja mein Gegenüber einfach umbringen. Ich würde ihn ein bisschen quälen vielleicht vorher, aber ich würde ihn halt umbringen. Aber immer überlassen die das irgendwelchen Handlangern oder irgendwelchen in dem Fall Wesen, die es halt irgendwie nicht auf die Ketten kriegen. Er schafft es halt durch einen glücklichen Zufall, sich da loszulösen aus den Fesseln und ist in dieser scharlachroten Zitadelle, die auf den Ruinen einer alten magischen Stätte errichtet worden ist, unterwegs, stellt sich fantastischen, bösartigen Wesen und seinen inneren Dämonen, um dann doch vielleicht wieder zurück auf seinen Thron zu kommen. Das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr Conan der Chimera die scharlachrote Zitadelle lest. Tatsächlich auch eine Story, die gefühlt auf einem Bierdeckel passt. Aber Freunde, als wir damals Sindbad geguckt haben, hat uns das doch auch gereicht. Was ihr hier findet ist, und da finde ich tatsächlich sehr cool, dass der Zeichner Etienne Leroux es geschafft hat, nicht nur geschlossene Räume, sondern auch riesige Massenschlachten und auch andere, also er hat es sehr abwechslungsreich gezeichnet und auch mit einer schönen Dynamik, es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, ich finde, es gab schon vorher auch einen Band, wo es so eine riesige Massenschlacht gab über, ich glaube, 8 oder 10 Seiten, und die waren auch so gut gezeichnet und vom Pacing her so spannend,
ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ich zumindest früher im Geschichtsunterricht fand es immer geil, wenn Geschichtslehrbüchern, die wir hatten, dann noch so alte Wandgemälde und so drin waren, wo so Ritterschlachten und so abgebildet waren. Und in meinem Kopf damals als Kind oder Teenager ist dann immer voll abgegangen, was da so passiert. Und so ging es mir auch in dem Comic. Der Zeichenstil wirkt ein bisschen antiquierter, muss ich sagen. Hat mich so ein bisschen an die alten Abenteuer-Comics so aus den 70er, 60ern erinnert. So ein bisschen auch, Mensch, wie heißt denn das hier? Ganz bekannt aus Deutschland, so ein Heft. Auch mal so ein Abenteuerheft. Mosaik. Ja, so ein bisschen, so ganz, ganz minimal irgendwie, warum auch immer. Ja, aber ist halt, wie gesagt, eine Story, die auf dem Bierdeckel passt. Aber super zusammengefasst. Ich meine, die Frage ist ja immer, was ist der Anspruch? Und es wird eine coole Geschichte erzählt. Sie überrascht einen jetzt nicht, aber von der Inszenierung her, und das passt einfach alles. Das ist alles sehr stimmig. Und ich finde, da sind die 16 Euro, die sie dafür verlangen, für 64 Seiten, da sind auch wieder 10 Seiten, also du hast effektiv, glaube ich, 54 Seiten gezeichnet. Ist es gute Unterhaltung für ein Abendmahl oder eine lange, längere Busfahrt von so einer halben Stunde. Nee, Quatsch, aber eine Stunde oder so. Und ja, hat mich weiter animiert natürlich, weiterhin zu schauen, wie facettenreich sich dann noch diese 16-bändige Serie entwickelt. Ja. Und das Schöne ist halt, deswegen auch die Empfehlung an der Stelle, ich stehe eigentlich nicht mehr drauf, hier 1000 Bände für von einer Sache irgendwie stehen zu haben. Also jetzt bei Sachen, die du aktiv verfolgst, ist immer ganz geil, aber bei anderen Sachen fällt es dann wieder schwer einzusteigen. Ja, stimmt. Und hier ist es halt einfach mega angenehm, dass das alles geschlossene Geschichten sind, One-Shotter sind und du da einfach auch in der Mitte anfangen kannst. Also interessanterweise haben sie auch Band 1 und 2, obwohl die gar nicht zusammenhängen, haben sie mit Band 1 und 2 beschrieben und den Rest haben sie die Zahlen jetzt einfach weggelassen und so ein super cooles Fantasy-Conan-Zeichen hingepackt. Wow. Vielleicht war das auch so ein Verlagsding, weißt du, dass die das angefangen haben, durchzunummerieren. Ja. Und das ist ja bei Panini macht zum Beispiel genau andersrum, da kommt manchmal ein Band raus und hat dann keine Nummer und dann auf einmal, scheiße, kommt ein zweiter raus und dann machen sie eine Nummer drauf. Oh, so. Jetzt, glaube ich, machen sie es inzwischen so, dass sie einfach alles eine Nummer geben. Also selbst Megabände, wo nur ein einziger rauskam und nie ein anderer, dass direkt der Eins drauf ist, weil sie halt nicht wissen, wie weit geht die Serie, ne? Ja, aber genau. Irgendwie so, naja. Und hast du auch Vergleiche zu der Marvel-Reihe von Conan der Barbar? Genau, dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Als ich heute noch mal so ein bisschen nicht recherchiert habe, aber einfach ein paar Sidefacts rausgesucht habe und so, ich habe auch mir, das ist halt mega uninteressant, ich muss tatsächlich sagen, die Künstler, die sich da rangesetzt haben, in dem Pressetext stand, die großen französischen Künstlerkollektiv so. Und dann gucke ich so, was die so gemacht haben. Ja. Ich meine, sorry, also hier zum Beispiel bei Die Rote Zitadelle, Luke Braunschweig oder so heißt er, hat sich an wie ein Nazi-Flüchtling, hat irgendwelche Detektivsachen vorhin mal irgendwie Bob, Moraine und Urban, Kommissar im Tatort oder irgendwie so, keine Ahnung. Also nicht meine Lektüre, ich will mich gar nicht drüber lustig machen, aber auf jeden Fall bei Etienne Le Roux habe ich zum Beispiel gar nichts gefunden so richtig. Robin Recht, jetzt steht hier versuchte Vergewaltigung, Dicker. Dicker. Eigentlich wollte ich da, achso, ja, der hat, der Robin Recht, der bei Ymirs Tochter gezeichnet und auch die Geschichte nochmal ein bisschen wahrscheinlich angepasst hat, hat Eric und unter anderem DMC Comics geschrieben, also Devil May Cry Comics. Okay. Genau, also, ja, gut. Die richtigen, wahrscheinlich die richtigen Comic-Virtuosen, die wissen die zu schätzen. Für mich war es eher so, als ob jemand versucht hat, irgendwie Weinarten aufzuzählen und die ich nicht kenne irgendwie. Genau, und dementsprechend habe ich dann heute mal eine Leseprobe von dem von den Marvel Conan, der jetzt 2019 ja auch nochmal neu veröffentlicht worden ist, beziehungsweise darüber jetzt auch neu läuft, über Marvel, habe ich mir tatsächlich jetzt bestellt, um da auch mal einen Vergleich zu haben. Da kann ich ja mal in den nächsten Lesewut-Folgen noch mal ein Fazit ziehen, weil ich werde bestimmt mal wieder von Conan der Chimeria berichten. Cool. Und der familienfreundlicher ist bei Marvel, oder nicht? Von dem Bildmaterial, was ich gesehen habe, nein. Okay. Oh, naja, da bin ich mal gespannt, was du erzählst. Also ich finde die, wie heißt sie, die Rothaarige?
Jimmys Tochter, warte mal. Ja, finde ich auch ganz gut. Jo. Also ich würde versuchen, anders mit ihr umzugehen, aber ja, hübsch ist sie ja, muss man ja sagen. Ja, ist sehr ästhetisch gezeichnet, also man muss schon sagen, ja. Der Robin Recht, der hat mir wirklich sehr gefallen vom Zeichenstil. Alles sehr düster und dreckig, das wird dann auch, umso näher ihr kommt, umso heller und gut, wegen dem ganzen Schnee und so weiter, bla. Aber also kein Kokain, sondern der Umgebung, in der sie sich befinden und so. Aber ja, es ist schon sehr cool gezeichnet. Aber wie gesagt, diese eine Szene hat mich erstmal, dachte ich so, okay, und wie er halt mit ihr umgeht und dachte so, okay, cool. Ja, verständlich. Ja, meine Lieben, damit haben wir euch mal wieder eine richtig geile Folge um die Ohren geballert, muss ich sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, unseren wunderbaren Stimmen zu lauschen. Empfehlt uns gerne weiter für Leute, die interessiert sind an Comics oder vielleicht auch Filmen, die damit irgendwie zu tun haben oder Serien auch. Auch in Zukunft werden wir noch mal ein bisschen mehr über Serien sprechen, da haben wir im Vornherein schon drüber gesprochen, dass wir uns da sehr drauf freuen, darüber zu sprechen. Wir hören uns in ungefähr 3 bis 4 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe, dann mit Band 45. Und ja, euch, lieber Tino, lieber Tim, wünsche ich oder bedanke mich erstmal, wünsche euch noch einen schönen Abend und euch auch, liebe Zuhörer, einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ciao. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Schön mit euch. Tschüss, Danny. Tschüss. Ciao, ciao.